So, und da müssten wir live sein. Hallo, herzlich willkommen, ein frohes neues Jahr an alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sehe schon Kommentare hier reinflattern vom René, von World of Nerd, von der Tanja. Hallo an alle. Wie gesagt, frohes neues Jahr. Unser Jahres-Kickoff nenne ich es mal hier, was eigentlich ein Jahresabschluss sein sollte. Ja, wir hatten letztes Jahr ja zwischen den Jahren einen Livestream geplant. Der ist dann leider Gottes krankheitsbedingt nicht zustande gekommen. Deswegen dachten wir, wir holen das Ganze einfach im neuen Jahr nach, machen quasi einen Start-Livestream fürs neue Jahr. Und mit der Wichtelgruppe, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, weil ihr fleißig die Wichtel-Videos gesehen habt. Und ich würde jetzt gar nicht weiter groß um den heißen Brei rumreden, sondern würde erstmal die Gäste auf meinem Kanal hinzufügen. Da hätten wir einmal, wer soll es auch anders sein? The One and Only und gehört schon zum Inventar, Stefan Zodaks Zeittresor. Hallo. Hallo Frank, grüß dich. Dann geht's weiter. Die Trödelmama ist dabei. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, weiter geht es hier im ja, Quartett jetzt schon. Der Toy Tenner ist dabei. Grüß dich. Hi. So, und last but not least, the one and only ultimate Player. Hallo. Ein herzliches Gute an euch alle. Gude aus Hessen, genau richtig, da sind wir ja. So, und die Zuschauer kommen auch schon, die Kommentare flattern hier rein. Schreibt mal alle einfach kurz, ob ihr mich gut versteht, ob ihr uns gut versteht, ob die Bilder alle passen. Ja, da lege ich immer ein bisschen Wert drauf, dass ihr auch seht und hört, was wir hier alles für dummes Zeug quatschen. Und seht's mir nach. Ich hatte noch nie so viele Leute bei mir im Livestream. Die Bilder sind ein bisschen klein. Ich werde dann nach und nach, wenn wir halt jetzt einzeln anfangen, ja, zu quatschen. Die Leute alle immer schön ins Rampenlicht rücken, damit ihr auch alle immer schön seht, wer gerade was zu sagen hat. Petendo ist auch da, schreibt, sieht gut aus. Grüß dich, Peter. Sabine Moin ist Peter. auch dabei im Chat. Hallo, Sabine. Und Sabine auf mach der mal. falschen Ja. Seite. So, hier geht's schon los. Das Gebäscher an alle anderen. Hier, mach mal de groß, das reicht. Also, Peter, war schön mit dir. Schönen Abend noch. Tschüss. Nein, Quatsch. Alles gut. Ja, wie gesagt, ein Jahresanfangs-Livestream, der eigentlich ein Jahresend-Livestream hätte sein sollen. Aber wir haben ja einen schnellen Termin gefunden, um das nachzuholen. Wenn ihr die Wichtel-Videos gesehen habt, wie gesagt, das hoffe ich ja, dann wisst ihr, dass eigentlich noch zwei weitere Kanäle bei dem Wichteln dabei gewesen sind. Das war einmal der Kanal von Kennt ihr noch? Das war der Mando und der Mayo. Die haben es heute Abend nicht geschafft. Ja, wie gesagt, wir haben ja alle noch einen Job, dem wir nachgehen müssen. Ja, wir dachten halt, die meisten können heute, also machen wir das. Wir holen das Ganze nochmal nach, wenn auch der Rest der Gruppe mit dabei ist. Und die Sabine schreibt jetzt gerade, sie könnte in 20 Minuten dazukommen. Die holen wir natürlich dann auch mit rein, Sabine, sehr gerne. Und dann sind wir eigentlich schon komplett. So, bevor ich jetzt hier mich um Kopf und Kragen rede, würde ich einmal sagen, für den Fall der Fälle, dass ihr meine Freunde hier in dem Video, in dem Live-Chat noch nicht kennen solltet, würde ich bitten, dass ihr euch hier, ihr vier, euch einmal kurz vorstellt. Ich würde trotz allem einfach anfangen mit Zodaks Zeittresor. Da bedarf eigentlich keiner großen Worte mehr hier, aber weil du fast zum Inventar gehörst, wird es bei dir auch wahrscheinlich am schnellsten gehen. Deswegen, Stefan, einfach mal ein paar Worte von dir. Ja, hallo Leute, Zodaks Zeittresor. Ich denke mal, die meisten, die Fans von Franks Livestreams sind, werden mich kennen. Diesmal mit Headset. Ich hoffe, man hört mich da ein bisschen besser. Und ich freue mich dabei zu sein. Mache jetzt, glaube ich, 3, 4 Jahre YouTube. Hau wenige Videos raus. Es gibt so eins im Monat im Durchschnitt. Hauptsächlich Vintage-Sachen stelle ich davor, die neu in meine Sammlung gekommen sind, aber auch die eine oder andere Retro-Kollektion oder auch mal was ganz Neues, was so rauskommt. Also schaut gerne mal rein, Zodaks Zeittresor, würde mich freuen. Sehr schön. Und dann wird das schon wieder klein. So, dann, ich habe eigentlich, ich bin sehr unhöflich, eigentlich hätte ich gesagt Ladies first, aber irgendwie habe ich das jetzt schon vergessen. Deswegen machen wir jetzt gerade weiter mit der Trödelmama.
Hi, ich bin's, die Trödelmama. Und zwar nehme ich auf meine Flohmarkt-Touren immer meine Kamera mit und lasse euch dann daran teilhaben, was ich so Schönes auf dem Flohmarkt finde. Und versuche meistens einmal die Woche ein Video zu machen. Aber manchmal klappt es eben nicht, wie das eben so ist, wenn man Kinder hat oder mal nichts findet. Aber überwiegend versuche ich es dann einmal die Woche, euch mit Flohmarkt-Content zu versorgen. Sehr schön, vielen Dank. So, dann gehen wir weiter. Dann machen wir, weil er gerade hier vor mir an der Reihe ist, The Ultimate Player. Heißt das eigentlich Ultimate oder Ultimate Player? Wie spricht man es aus? Also im Englischen Ultimate, ist ja klar, aber mein Vorname ist Mate und deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimmst du jetzt Ultimate Player und Ultimate Warrior wäre ein bisschen zu, ja, unkreativ und so ist es dann der Ultimate Player geworden. Ne? Und ich bin großer Wrestling-Fan, nicht nur Glücksbärschi, sondern auch Wrestling-Fan. Ja, was soll ich zu mir sagen, außer dass ich erst seit Corona mit dem Vintage-Toys-Sammeln angefangen habe. Davor war ich schon ein richtiger Lego-Nerd, habe viel Lego gebastelt, gebaut, hatte auch zwei, drei Videos auf meinem Kanal, da hieß ich noch der Lego-Zentriker. Und dann kam Corona und dann habe ich mich irgendwie von Lego abgewandt und bin dann hier zum Thema Vintage Toys übergegangen. Aber da war auch der Petendo nicht ganz unschuldig mit seinen Videos, ne? Und dann bin ich dabei geblieben bis heute und habe noch relativ viel Spaß und Freude dran. Und ich mache halt die Videos, die ich mir selber auch am liebsten anschaue oder anschauen würde, Unboxings. Und bei Zuständen lege ich auch sehr viel Wert darauf. Und was gibt es Besseres, als selber auszupacken? Mehr Real Mint geht ja gar nicht, ne? So viel zu meiner Person. Gibt es Fragen? Korrekt. Genau, wenn ihr, genau, das habe ich vergessen. Falls ihr Fragen habt, natürlich haut es in die Kommentare. Wir werden hier, soweit es geht, alles beantworten. Haut es in die Kommentare. Aber bevor wir jetzt mit den Fragen anfangen, natürlich noch der Letzte im Bunde hier. Und zwar Bühne auf für den Toy Tenner. Moin nochmal in die Runde, hi Chat. Ja, ich bin Toy Tenner. Ich renne vom Flohmarkt zu Flohmarkt und kaufe alles, was mir in die Finger kommt. Das ist eigentlich mein Hauptcontent. Ja, ist Nur doch super. das Budget war klein. Das Budget ist manchmal klein, ja. Leider. Das war ein Zitat aus Fettes Brot. Ah, okay, da bin ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wir haben fast 50 Zuschauer schon, finde ich richtig cool. Wir haben sogar über 50 jetzt. Finde ich richtig cool. Und dann würde ich auch mal sagen, wenn ihr alle dabei seid, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze hier gefällt. Und ja, was machen wir heute Abend? Also wir wollen eigentlich das letzte Jahr mal Revue passieren lassen aus YouTube-Sicht, aus Toy-Sammler-Sicht, sage ich mal. Was waren so unsere Highlights letztes Jahr? Worauf freuen wir uns dieses Jahr? Und ja, möchte eigentlich anfangen. Ich pick jetzt erstmal so einen von euch raus, damit wir nicht alle durcheinander reden. Ich würde einfach mal anfangen. Wie war euer Weihnachten? Wie war euer Silvester Zodax-Zeitresort? Ja, also Weihnachten wird bei mir nicht mehr so, wird bei mir nicht mehr so gefeiert. Bin ich seit ein paar Jahren raus. Aber Silvester war sehr schön. Wir waren eingeladen bei Freunden. War eine sehr, sehr schöne Feier mit lustigen Gesellschaftsspielen. Macht man ja mittlerweile so in unserem Alter, ne? Da ist ja Komasaufen nicht mehr so angesagt. Und ja, war eine lustige Runde und so gesehen bin ich gut ins neue Jahr gekommen. Ja, perfekt. Das freut mich zu hören. Ich muss ja gucken, dass ich hier alles hier auf die Reihe kriege hier. Und ich habe schon wieder mit dem Stefan angefangen. Tut mir echt leid. Aber die Trödelmama, wie war es bei dir? Oh, bei uns war es wirklich sehr, sehr ruhig, weil uns die Grippewelle erwischt hat. Ach, großartig. Es war ein sehr ruhiges Weihnachten, aber es ist auch mal schön. Und Silvester wurde mit Cola angestoßen. Was will man machen? Und Brezeln oder Salzstangen. Ja, genau. Kenne ich, ja. Also, bevor ich jetzt sage, was ich gemacht habe, natürlich, ich wollte gerade sagen, Ladies first, Marte. Nein, ich wollte sagen, Gäste first. Wie war es bei dir? Auch extrem ruhig, das muss wohl dem Alter geschuldet sein, aber wir waren auch am Abend zuvor, haben uns mit Freunden getroffen und da wurde es dann spät und am nächsten Tag war ich dann immer noch so übermüdet von dem Abend zuvor, dass ich dann an Silvester gar nichts gemacht habe. Also ich bin ungelogen um 11 ins Bett gegangen und habe Silvester verpennt, stehe ich dazu. Beste Oh. Silvester, Ja, genau, das richtig ist cool. cool. Und weißt du, was ich am Abend zuvor gemacht habe? Also wir waren erst bei Freunden und dann, glaube ich, lief Rambo im Fernsehen, dann habe ich den geschaut und dann war es irgendwie 2:30 oder so.
Und dann war ich am nächsten Tag halt ja ziemlich im Eimer. Schlaf geht Aber nicht. Braucht man Schönheitsschlaf. Wenn ich den nicht habe, dann ist der nächste Tag gelaufen. halb drei ist doch keine Uhrzeit. Kenne ich, Für kenne euch ich. vielleicht. Ja, für Zolax Zeitressort, das ist, da steht er erst auf, da wird er erst wach so ungefähr. Ja, aber noch der letzte im Bunde, Toy Tanner, wie war es bei dir? Auch ganz, ganz ruhig. Wir lagen auch beide flach hier zu Hause. Weihnachten ist so ziemlich ausgefallen, weil wir nicht hochgekommen sind. Silvester ging es uns dann ein bisschen besser. Aber da wir Haustiere haben, sind wir sowieso Silvester immer zu Hause wegen der Ballerei, um die nicht alleine zu lassen. Und deswegen ganz, ganz ruhig dieses Jahr mit Krankheit. Aber war auch okay. Ja, also hört man ja viel. Bei mir war es ja auch so. Also ich war noch nie so oft krank, glaube ich, wie letztes Jahr. Das ist ganz komisch gewesen, ja. Und weil ihr alle so nett fragt, ja, bei mir war Silvester und Weihnachten auch schön. Also war auch sehr ruhig gewesen. Wir haben tatsächlich auch zu Silvester geplant, einen Filmmarathon zu machen. Und erst hatten wir gedacht, wir setzen uns einfach auf die Couch zu zweit und gucken, machen was Schönes zu essen und dann gucken wir einfach irgendeine 80er Jahre Filmreihe, Zurück in die Zukunft 1 bis 3, keine Ahnung, Alien 1 bis 4, irgendwie sowas. Und das haben wir dann nicht so ganz gemacht, denn ich muss dazu sagen, meine Freundin, die Tanja, hat freiwillig hier in meinem Toy Room hier, glaube ich, den halben Silvesternachmittag umgeräumt und rumgeräumt und sortiert und so weiter. Und dann war es halt zu spät für nochmal irgendwie eine große Filmreihe anzufangen. Dann haben wir uns auf zwei Filme geeinigt. Wir haben geguckt, passend zum Silvester, Tango und Cash, Sylvester Stallone, Kurt Russell und danach noch die City Cobra mit Stallone. Dann war es kurz nach 12 und dann sind wir ins Bett und das war genau richtig so. Und nachdem die Tanja umgeräumt hatte, fehlten ein paar Roboter und ein paar Monster in der Sammlung, stimmt's? Dadurch, dass ich keine Roboter in der Sammlung, Moment. Ja, jetzt nicht mehr. Das kann durchaus sein, aber ich habe auch eben schon irgendwie gelesen, dein Roboter hinten links erzeugt auch schon, oder von dir hinten rechts, Aufmerksamkeit in dem Chat. Ja, ein schönes Stück. Ja, dann fang doch mal an, zeig doch mal, was ist denn das? Wo hast du den her? Warum steht der da? Der steht doch sonst nie Der da. steht hier. Nee, aber irgendwas steht hier Hilma auf meiner Box zu Dekozwecken. Und dieses Mal dachte ich, wo wir ja auch ein bisschen über Highlights sprechen, stelle ich diesen schönen Roboter hier mal mit hin. Denn der war auf jeden Fall ein Highlight, nachdem ich ihn lange, lange gesucht habe und er mir immer wieder entwischt ist, habe ich ihn ja dank Franziska dieses Jahr endlich in die Sammlung holen können. Ach, war das dieses Aslan, die Kampfmaschine schnappt mir den Roboter weg, Highlight? Ja, genau das war es. Ah, okay, dann weiß ich, was es ist. Okay, ja, sehr schön. Genau, wir wollen über, wie gesagt, über Highlights sprechen. Aber ich habe jetzt hier, also ich habe den Chat ein bisschen aus dem Auge verloren, muss ich sagen. Also wenn ihr da irgendwie eine nette Frage seht oder so, dann stupst mich an, dann blende ich die ein. Ich habe hier vom Weichmacher eine Frage. Die würde ich einfach mal in die Runde schmeißen. Wen von euch sieht man auf der diesjährigen Toyplosion und Los Amigos? So, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich das hinkriege, dass ich euch trotz der Frage eingeblendet auch einblenden kann. Und diesmal, jawohl, sie hat schon die Hand gehoben, Ladies first. Auf beiden Veranstaltungen. Auf beiden Veranstaltungen. Definitiv. Und Toyplosion natürlich. beide Tage. Toyplosion, ja, sind wir beide Tage definitiv da. Los Okay. Amigos sind wir auch und auf der Marche Noire sind wir auch. Ha, okay. Das wollte ich gerade fragen, welche stehen noch bei dir an? Also Marché Noir ist auch noch mit Ja, dabei. da Die wird sich ist auch schon im richtig drauf gefreut. Im Februar. Februar, gell? Mhm, Dritte genau. und vierte Februar. Also schon bald. Also die erste Ja. Convention dieses Jahr. Ja, läutet so quasi die Convention-Zeit wieder ein. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Jetzt machen wir das Ganze rückwärts. So, damit keiner weiß, wer wann drankommt. Toy Henne, wie sieht's mit dir aus? War völlig unvorbereitet. Aber Toyplosion, safe beide Tage. Die Karten habe ich schon und der Rest ist offen bis jetzt noch bei mir, weil ich arbeitstechnisch nicht unbedingt so weit im Voraus planen kann. Aber die Toyplosion, da ist mir egal, was passiert, da kann die Welt auch untergehen. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Okay, sehr schön. Also da sehen wir dich auch. So, dann glaube ich, weiß ich auch schon, wer auf die Toyplosion kommt auf jeden Fall und auch auf Ja. die Los Amigos.
Nee, Los Amigos nicht. Und da bin ich auch ganz ehrlich, nicht, weil es nicht geil wäre auf der LA, aber der Umzug nach Neuss, der hat es mir so ein bisschen verdorben, gebe ich gerne zu. Hanau war halt wirklich um die Ecke. Da habe ich nicht mehr eine halbe Stunde hingebraucht. Und deswegen wird es dieses Jahr nur die Toyplosion, aber da an beiden Tagen. Und weitere Cons wie die Marche Noire oder sonst was habe ich jetzt erstmal nicht eingeplant. Also ich muss auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber ich einmal im Jahr sollte man es schon hinkriegen, dass man sich in der Szene mal trifft. Und deswegen ist die Toyplosion für mich gesetzt. Alles andere ist optional, gucken wir mal. Aber LA wird es wahrscheinlich nicht dieses Jahr. Okay. Schade eigentlich, aber es ist halt so. Ja, wie du schon sagst, war vorher ein Heimspiel, ja. Jetzt müsstest du ein bisschen weiterfahren. Jetzt ist es halt für anderen Heimspiel, kann ich auch sagen. Genau, richtig, richtig. Also man kann es halt nie immer wirklich jedem recht machen, ja. So, und ich glaube, ich habe einen vergessen. Zack. Ja, gutes Stichwort tatsächlich. Man kann es nicht jedem recht machen. Für mich ist Neuss hier aus Hamburg deutlich näher, als es Hanau war. Insofern freue ich mich über den Umzug, bin auch auf jeden Fall dabei, genau wie auf der Marche Noire und natürlich auf der Toyplosion. Also drei Events sind fest eingeplant bei mir dieses Jahr. Okay. Eventuell noch Grayscale Con, da bin ich aber noch ein bisschen unsicher, weil da ist ja nicht ganz so einfach hinzukommen. Da muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie einrichten kann. Aber die drei auf jeden Fall, die großen drei. Sehr schön. Und dann mache ich gerade noch mal weiter. Also Marche Noire haben wir auch eingeplant. Toyplosion sind wir auch beide Tage. Und die Los Amigos werden wir auch ausfallen lassen dieses Jahr. Nicht unbedingt, weil es halt in Neuss ist, weil auch hier bei mir, ich komme ja auch aus Hessen, also es wäre auch ein Heimspiel, wäre es in Hanau gewesen, da wäre ich wahrscheinlich mal einen Tag hingefahren, ja, also das ist mal schnell mal hin und wieder zurück. Jetzt ist es in Neuss und der Grund, wieso ich nicht hinfahre, ist, weil es mir halt zu viel wird, denn die Woche davor bin ich schon in Köln auf der Power of the Force, auf der Star Wars Convention. Die nehme ich noch mit und da habe ich schon lange Karten für und dann wurde die Los Amigos angekündigt, direkt das Wochenende danach und das schaffe ich halt zeitlich einfach nicht. Deswegen fällt die dieses Jahr bei mir aus, aber wie gesagt, Toyplosion auch beide Tage, Marche Noire bin ich und was habe ich gesagt? Die Power of the Force, genau. Und es gibt ja Gerüchte, dass Marte auf der Toyplosion als Catwoman auftritt. Ist da was dran, Marte? Die hast du gestreut, die Gerüchte, die kommen nicht von mir. Es zirkuliert durchs Netz. Jones, mit Casey Jones habe ich mich schon sehr wohl gefühlt, aber mich in eine enge Leggings zu zwängen, das will kein Mensch sehen, glaub mir. Da verlieren wir die Leute auf der Toyplosion. Da kommen die Beine dafür hast du. Also, ja, genau. Jetzt komm mal. Ja. Nee, Legs Day wurde immer geskippt und das ist halt fatal. Ne? Aber gut, das kennt man ja. Ja. Aber hier mal Stichwort Cons. Die Toyplosion ist für mich eigentlich ideal, weil ich sammle ja nicht nur Moto oder Star Wars, sondern auch andere Themengebiete, Toylands wie ihr auch. Und ich finde, das Schöne bei der Toyplosion ist, da werden halt alle Themen abgedeckt. Ja, wie du sagst hier, was war das PowerCon? Das ist halt sehr Star Wars-lastig, genau. LA ist halt Moto-lastig. Klar kannst du da auch an den Ständen mal ein paar Sachen finden von anderen Toylines, aber so die breite oder bunte Vielfalt hast du eigentlich zumindest jetzt im letzten Jahr jetzt in der Toyplosion gehabt und das hoffe ich dann auch dieses Jahr wieder vorzufinden. Ich hoffe auch und vor allem an zwei Tagen jetzt. Ja, ich habe hier gerade noch mal den kurzen Einspieler. Ich bin ja nicht unvorbereitet hier. Wie viel zahlt der Peter dafür? Das verhackstücken wir dann später. Ja, auf jeden Fall im September, gell? 14., 15., 9. Toyplosion. Kann ich nachher gerne nochmal einblenden. Aber ich habe hier noch eine Frage, die richtet sich an die Trödelmama. Ich könnte sie auch beantworten, aber da du so nett gefragt worden bist, blende ich sie mal ein. Und zwar, was ist das für eine Veranstaltung Anfang Februar und wo findet diese statt? Ganz kurz noch, Micha, ich muss dir noch antworten, habe ich vergessen, kommt aber noch. So, jetzt, Trödelmama, jetzt darfst du. Ja, das ist die Marche Noire und die findet in Dortmund statt. Was war das denn nochmal? Jetzt genauer Standort weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall findet die in Dortmund statt. Findest du auch alles eigentlich im Internet. Marche Noire und Dortmund, dann findest du das auf jeden Fall am 3. und 4. Februar. Genau. Und ich habe hier nochmal ganz zufällig auch, ich weiß nicht, sieht man das? Ich blende mich auch mal groß ein, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie so egomäßig, aber das hier ist die Eintrittskarte für die Marche Noire. Ja. Und die habe ich hier gerade auf dem Schreibtisch liegen und sie ist genau 3. und 4. Februar im Kulturort Depot, keine Ahnung. Genau, und die E-Mail-Adresse ist www.retro-amour.de, Micha.
Also für alle, die da vielleicht noch Interesse haben, das ist auch eine, also ich war noch nicht da. Ich glaube, Drödelmama, du warst letztes Jahr da. Stefan war, glaube ich, auch ich da auch. Gewesen. Lohnt sich. Das ist auch eine Convention, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder gehört habe, die sehr abwechslungsreich ist, ja. Also auch ja, eine super. Kleine Toyplosion quasi, kann man das so sagen? Klein, aber also was hier vielleicht noch mehr zum Tragen kommt als auf der Toyplosion, dass es auch so ja, Mode zum Beispiel gibt. Es gibt auch Schallplatten, also es ist noch ein bisschen breiter gefächert, aber sonst trifft es den Kern schon, ja. Retro und Vintage Toys, ganz klar. Weit vorne, vor allen Dingen Vintage Toys. Okay, Vintage Choice natürlich genau das Richtige dann für mich. Petermo schreibt übrigens, Überweisung ist raus, Frank. Ja, ich will hoffen, dass das genug Stellen vor dem Komma stehen. Und dann, die YouTube-Einnahmen, die durch die Lappe gegangen sind. Die brechen ja jetzt komplett weg. Ja, das müssen wir jetzt anders kompensieren. Richtig, genau. Wenn ich noch was sagen darf zu dem Thema Cons, was ich halt sehr geil finde, auch wenn man nicht alle besuchen kann, gibt es ja so geile Kanäle wie den Gore-Minister oder kennt ihr noch, die dann oft halt vor Ort sind und das alles filmen und so hat man wenigstens ein bisschen Eindruck und Impressionen, was da alles abgelaufen ist und dafür bin ich auch mal dankbar. Keine Ahnung, wer von denen zuschaut, aber danke mal an diese Kanäle, die das alles aufbereiten, filmen und das gut zusammenfassen. Weil sowas mache ich ja gar nicht, solche Videos und ich glaube, ihr auch nicht. Oder plant ihr da was? Nö. Also wenn ich kurz antworte, ich mache eigentlich generell auf Events oder sowas keine Videos. Ich mache immer ein paar Fotos und die blende ich dann halt in meine langweiligen Videos, indem ich nur auf dem Sofa sitze oder vielleicht neuerdings auch stehe, einfach mal ein. Ja, und bei mir gibt es keine bewegten, großartigen Bilder. Aber so hat halt jeder sein Steckenpferd. Ich weiß nicht. Wie sieht es bei euch dreien aus? Ich wollte den Toy Tenner eigentlich als erstes nehmen, aber ich mache es doch wieder mit der Drödelmama. Ich meine, du machst ja auch Flohmarkt-Videos wirklich, indem du filmst, wie du über den Flohmarkt gehst, indem du filmst, wie du quasi um die Sachen feilst, nenne ich es mal, oder halt die Sachen halt wirklich kaufst. Ja, wie sieht es da auf den Events aus? Ja, auf dem Events wird selbstverständlich auch gestöbert und vielleicht mal auch ein bisschen gefeilscht, dass man so das ein oder andere noch vielleicht dazu bundeln kann, aber ja, also da wird sowieso, was habe ich das letzte Mal gesagt, pleite, aber glücklich, ne? Es gab einfach so coole Sachen auf der Toyplosion, es war wirklich unfassbar cool. Das stimmt. Also Toyplosion war wirklich, also das war das Event. Ich meine, es wurde am Anfang ja viel Werbung gemacht, ja, aber als ich dann tatsächlich da war, hat das wirklich alles übertroffen, was ich mir überhaupt vorgestellt oder vorstellen konnte. Ja, also wirklich, wirklich klasse. So, und auch der Toy Tenner, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, du machst ja auch Flohmarkt-Videos, also ähnlich Drödelmama, das heißt, du filmst, während du auf dem Flohmarkt bist. Ja, du warst auch auf der letzten Toyplosion gewesen. Wie sieht es da bei dir aus? Kann man da mit Videos rechnen bei den nächsten Events? Also, ich habe ein kleines Video zu der letzten Toyplosion auch gemacht, ja. Aber natürlich nicht so intensiv wie auf dem Flohmarkt. Also, meine Käufe oder so habe ich da nicht gefilmt. Ich habe einen kurzen Überblick gezeigt, wie es da so ausgesehen hat. Das ist natürlich für die nächste Toyplosion auch geplant, weil ich da natürlich auch mehr Zeit habe. Ja, und dann gucke ich mal, was ich da noch so mache. Also es wird bestimmt ein Video darüber geben, weil das ist so eine geile Veranstaltung gewesen, das muss man auch irgendwie festhalten. Alleine auch für mich als Erinnerung, dass ich mir immer wieder die Aufnahmen angucken kann. Und es war einfach eine geile Zeit. Und ich denke, 2 Tage lohnt sich dann doch noch mehr. Ja, wir können mal gucken. Also wenn jeder 2 Tage da ist, ich weiß nicht, also wir haben ein Hotel, weil wir ja aus Hessen kommen, lohnt sich das mit dem Hin- und Herfahren nicht so wirklich. Wir können ja gerne mal gucken, ob wir uns da irgendwo auch dann nach, also wenn wir alle wirklich beide Tage da sind, dass wir uns am ersten Tag oder so abends irgendwie treffen können, was essen können oder sowas, wäre bestimmt cool. Ja, Martin und ich müssen ja noch den Spielzeugjägern den Champions-Gürtel wieder abnehmen. Der liegt beim Bürgermeister offiziell. Also die hat der Bürgermeister. Die habe ich abgefrühstückt, die beiden. Die hatten ja keine Chance. Also der Bürgermeister. Ja, vielleicht erzähl doch mal kurz, für die es nicht wissen, was für ein Gürtel und was habt ihr da gemacht? Spielzeugjäger kennt mit Sicherheit auch der ein oder andere hier bei uns, auch ein richtig toller Kanal, so am Rande mal erwähnt. Definitiv.
Wenn es nicht gerade New Eternia ist. Oder nee, wie heißt das? Heißt das New Eternia? Was ist denn da die Mail? New Adventure. New Adventure, mein Fehler. Scheiße, ey. Da siehst du mal, NA ist überhaupt nicht mein Thema, aber Spielzeugjäger über jeden Zweifel haben geile Typen und in der Regel auch geiler Content. Nur mit NA komme ich halt, kann ich nichts anfangen. Mhm. Da war ich zu alt, das ist das Problem. Ich schätze die Toyline, ja, das sind bestimmt geile Figuren, aber ich war einfach zu alt, als die rauskamen. Das ist mein Problem. Das ist so die Bürde der frühen Geburt, sage ich jetzt mal, ja. Das kennst du ja auch, Franke, ne? Das kenne ich so, auch. Frage, was war mit Toyplosion? Es gab ja bei der Toyplosion so die Idee, wir machen jeder so ein kurzes Video, also Händler, YouTuber, Sammler, und da hatte ich die Idee halt, weil ich Wrestling-Fan bin, wie ihr wisst, dass ich da irgendwie die Spielzeugjäger herausfordere um meinen Gürtel, und das mit dem Wrestling-Quartett war gar nicht Bestandteil der Idee, das hat sich dann so später erst ergeben, wie können wir den ausfechten, ohne selber aktiv in den Ring zu müssen, weil da gäbe es nur Verletzte und Tote wahrscheinlich, so untrainiert wie wir sind. Ja, und dann sind ja auch andere draufgesprungen, das hat mich sehr amüsiert. Ja, Motu Lembo und der Damian Bradatsch und so weiter haben dann auch irgendwelche witzigen Wrestling-Videos gemacht für die Toyplosion. Aber letztendlich haben wir dann abends bei, was weiß ich, 10 Flaschen Bier dieses alte Wrestling-Quartett-Spiel gespielt und darüber den Sieger ermittelt. Und da konnte ich mich gegen die Spielzeugjäger souverän durchsetzen. Einmal hauchdünn, einmal souverän. Aber dann gegen den Bürgermeister habe ich dann da tatsächlich den Kürzeren gezogen und habe dann den Titel eigentlich offiziell verloren an ihn. Ne? Aber da gibt es sicherlich eine Revanche. Auf alle Fälle werden wieder 10 Bier getrunken. Also was wir dann noch machen, ist eigentlich egal. Ja. Tja, immerhin, wenigstens eine Konstante. Ja, genau. Okay, so, ich habe jetzt hier die nächste Frage nochmal an die Drödelmama. Ich meine, dein Getränk hat für Aufsehen gesorgt. Kriege ich ihn jetzt eingeblendet? Wieso kriege ich ihn nicht eingeblendet? Da. Bunderberg, was zur Hölle ist Bunderberg? Ist das Bunderberg? Doch, Moment, was ist Bunderberg Ginger? Ah, alkoholfrei, aha. Ja, australisches. Aha, aha. Das krass, oder? Lecker. Okay, also, und wie gehört? Ich mein Moskau-Mule, da mache ich das Zeug immer rein, aber pur würde ich das so nicht trinken ohne Alkohol. Da gehört schon Alkohol dazu. Das ist okay. Alkoholfrei. Also. Ja, aber man mixt es in der Regel. Aber gut, jedem das Seine. Ne? Es ist Ginger Ale im Grunde genommen. Okay, damit kann ich was anfangen. Das sagt mir was. So, Peter schreibt gerade nochmal, die Aftershow geht diesmal bis 0 Uhr auf der Toyplosion. Also, ja, da sollten wir auf jeden Fall genug Zeit haben, und um uns genüsslich zu amüsieren und Spaß zu haben und uns auszutauschen und uns zu treffen, etc. So, ich lese hier die, versuche ja so nebenbei die ganzen Kommentare zu lesen. Wir sind jetzt mittlerweile 62 Zuschauer hier, richtig klasse. Macht ihr denn auch wieder ein Video, Trödelmama? Oder gibt es diesmal kein Toyplosion-Video? Weil gerade auch der Hinweis im Chat, ihr habt ja auch ein schönes Video gemacht. Ja, wir machen dieses Jahr auch wieder ein Video. Definitiv. Sehr gut. Gib mein Mann nicht so viel Geld, sonst kann der wieder filmen. Genau, wenn er die Hand an der Kamera hat, dann ist die Hand nicht am Portemonnaie. Das ist gut. So sieht's aus. Kann ich mehr Geld ausgeben. So, vielleicht hier nochmal eine Frage, da vielleicht einfach mal so allgemein. Weiß das jemand von euch? Gibt es eine deutsche Website, wo man sämtliche Veranstaltungen in Deutschland, Toyplosion, Los Amigos und so weiter nachlesen kann? Ich wüsste es nicht. Der Nerdplaner 2024. Wer wird ihn erstellen? Wer ist so nerdig? Ich würd vorschlagen, der Michael Pfaff macht es. Ne? Also wer es vorschlägt, kann es auch umsetzen. Ja, wäre auch nicht verkehrt, gell, Micha? ja, du musst jetzt hier auf jeden Fall im Chat dabei bleiben und jetzt alle Daten und so weiter immer aufsammeln, wenn wir über irgendwas sprechen. Und dann haben wir am Ende vielleicht einen vollständigen 2024er Convention-Plan. So, ich hatte aber eben noch eine Frage gesehen, die wollte ich auch. Ja, da war eine schöne Frage zu ob jemand oder wer was aus der Sammlung des anderen gerne hätte. So, jetzt kommt es nämlich, jetzt kommt es drauf an, ob ihr auch wirklich alle die Videos der anderen guckt und damit wisst, was der andere in der Sammlung hat. Frage in die Runde. Gibt es einen besonderen Gegenstand aus der Sammlung eines anderen hier im Stream, welchen ihr unheimlich gerne hättet? Und was würdet ihr oder ihm dafür bieten? Das ist sehr interessant. Ich lasse der Drödel also mal ein bisschen Zeit, weil sie guckt ein bisschen nachdenklich. Deswegen, Stefan, du darfst. Ja, mir fällt tatsächlich direkt was ein. Habe ich nämlich neulich bei der Trödelmama im Video gesehen. Da hat sie auf dem Flohmarkt
ein original 70er Jahre Brettspiel von Captain Future an einem Stand gekauft. Und da habe ich ge gedacht, Mensch, das hätte ich auch gerne. Ich habe ja auch so ein Faible für Brettspiele. Und auch wenn Captain Future jetzt auch ein bisschen vor meiner Zeit war, ich habe das nicht so verfolgt als Kind. Das Raumschiff ist einfach mega ikonisch und das Artwork sieht richtig cool aus. Also das wäre ein Objekt, wo ich sage, ja, das hätte ich auch gern. Aber Okay. was ich dafür bieten würde, das müsste jetzt nochmal separat überlegt werden. Ja, das ist, ich glaube, das mit dem Bieten oder was es einem wert ist, das kann man mal nebenbei lassen. Ja, wer möchte? Wer möchte? Wer hat was? Okay, Moment, dann machen wir gerade den Toy Tenner ins Bild, weil er hat die Hand gehoben. Ja, also ich würde von dem Player den lilanen Razor Ramon Das kann ich mir vorstellen. nehmen. Also wenn du den mal irgendwie loswerden möchtest oder so, bin ich dein Mensch. Verramschen, wenn ich ihn verramschen möchte, am Wenn du ihn liebsten. verramschen willst, nur verramschen, Nee. sonst nicht. Nein, nein, um Gottes Willen. Aber du kaufst ihn nur Ja, vom der war Flohmarkt, cool. deswegen kommt der Deal nie zustande. Also ich muss Nee, ihn das irgendwie. stimmt nicht. In der letzten Zeit nicht. Ich weiß, war nur Spaß. Fang nicht so an Ja. wie Da wird der Bodensatz abgegriffen. Mehr Der nicht. Bodensatz, genau. Er So, und bleibt dem jetzt. Bodensatz treu. Und jetzt bin ich auf die Antwort von Marte gespannt. Ich könnte es mir vielleicht denken, aber Dann sag du mal und ich sag, du liegst eh falsch. Ich könnte mir denken, dass du nicht so aktiv die Videos von uns schaust und nicht gerade im Kopf hast, was du von demjenigen oder derjenigen vielleicht gebrauchen könntest. Also es ist wirklich so, ich schaue mir nicht alle Videos an, weil es ist Faktor Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch wirklich jedes Video von jedem anschaut. Mittlerweile gibt es einfach viel zu viele von unserer Sorte. Es werden immer mehr YouTuber. Also wie willst du das denn wuppen? Und dann machen wir noch selber unsere Videos. Das kriege ich nicht hin und bin froh, wenn ich auch mal nicht Zeit vor dem Bildschirm verbringe, wie jetzt, sondern wenn ich mal was mache, was nichts mit irgendwie Technik und Bildschirm zu tun hat, ja. So in die Badewanne Aber gehen zum ich erinnere Beispiel. mich, richtig, ich erinnere mich, aber auch da habe ich meistens irgendwas laufen, ne? Das iPad ist irgendwie dabei oder sowas. Aber ich erinnere mich noch an ein älteres Video von dir, weil sowas fehlt mir noch in der Sammlung und da habe ich aber noch keinen vernünftigen Preis gefunden. Und zwar von Star Wars Kenner, der Rancor. Den hast du bei dir in der Sammlung schon seit einem Jahr, glaube ich. Schon lange, Und ja. den versuche ich halt Misp zu finden. Ne? Und die Preise. Ich habe den auch gesehen bei der Toyplosion, aber da war mir auch wieder der Preis zu hoch. Und da konnte ich mich noch nicht durchringen. Aber wenn, dann möchte ich den halt gerne Real Mint selber auspacken. Ja. Das wäre Du sowas. möchtest den auspacken. Ja, wie Also das alles ist andere ja auch. Wie nee, alles nee, andere ich auch. überlege, ja, ich überlege gerade, also wenn du, also der liegt doch mit Sicherheit im mittleren dreistelligen Bereich. Also das Günstigste, was ich mal gesehen habe mit so einer verranzten Box, war so 300 €. Aber das ist mir dann auch zu viel des Guten. Da warte ich auf einen Schnapper, ähnlich wie bei Razor Ramon. Die Figur liegt auch bei 400 € mindestens. Und da Boah. habe ich jetzt mal einen gefunden für 270 €. Und der war wie geleckt. Und ja, das hat Spaß gemacht, den auszupacken. Aber wir können einen Da Deal muss ich machen mal wegen dem warten. Rancor. Wir Ja. können einen Deal machen. Wenn du einen Misp findest, dann kannst du mir die Box überlassen. Dann kriegst du was für die Box und Ja, die kannst du haben. Da, da. Hab ich meinen in Box und Ja. du hast deinen ausgepackten. Das können wir gerne dann für irgendwie verhackstücken miteinander. Ne? Das kriegen wir schon ausgekaspert. Ja. Ja, sehr Aber schön. ich hab eh nicht den ganzen Platz für die ganzen Kartons. Ne? Das ist ja auch so der Ja, Vorteil ich weiß, vom das ist ein. Auspacken. Wenn hier alle Kartons und Karten noch stehen würden oder alles original verpackt, dann müsste ich schon mit dem Sammeln aufhören, weil der Platz ist einfach limitiert. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ich weiß nicht, wie ihr das wuppt, aber bei mir wird es dann kompliziert. Es ist eng, aber noch geht's und solange es Man muss geht, halt stehen bei seinen Videos, so eng ist es man muss geworden. jetzt stehen, man muss die Couch halt aus dem Zimmer rausholen. Aber ja, irgendwie geht's immer weiter. Ja, bei den Apropos. meisten ist es ja auch entweder oder, ne, dass man also entweder die Boxen oder die ausgepackte Figur stehen hat. Ich habe ja ein Stück weit versucht, bei einigen Toylines beides zu schaffen und da ist es dann echt schwierig. Bei Mass geht das gerade noch, weil die Boxen nicht so groß sind, aber sonst ja, nimmt das echt mega viel Platz weg, wenn man dann immer das Ziel hat, die Box und noch das Fahrzeug zu displayen, das ist nicht einfach. Ja, wirklich eine kleine niedliche Box. So, genug Zeit gehabt zum Überlegen. Was möchtest du von jemand anders haben, Trödelmama? Da, den Roboter von Sodex, den da, genau den muss ich ja haben. Und der ist cool. Ist Den wirklich kann ich cool. nicht weggeben. Ach Mann. Diesen Roboter, Stefan, den hatte ich auch als Kind, aber da war ich der Überzeugung, der war von Dicky-Spielzeug. Der ist jetzt nicht von Dicky, oder? Ist er von Dicky? Richtig, das ist die Variante von Quelle.
Die kenne ich Den überhaupt gab nicht. es tatsächlich von verschiedenen Herstellern und das ist der aus dem Quelle-Katalog. Okay, Ich krass. finde die Box ein bisschen schöner, weil der von Digi, der hat halt so eine weiße Fensterbox, wo nur halt der Rahmen so ein kleines Roboterbild hat und dann steht eben der Roboter da drin und hier hat man eben diese schöne geschlossene Box, was mir irgendwie besser gefällt. Wieder was gelernt. Cool. Ich bin Okay. sofort wieder da. Ich muss einmal die Katze rauslassen. Alles gut, alles gut. Hat die kein Ja, Katzenklo? so, vielleicht. So, was haben wir denn noch hier? Bevor wir jetzt weitermachen mit unseren Highlights, wollte ich gerade nochmal den Chat nochmal durchgehen. Hier sind ganz schön viele Fragen, sehe ich gerade. Muss ich leider. Nimm die schlechteste. Nimm die Oh nein, Trödelmama hat schlechteste. sich nicht rasiert. Was ist da los? Ja, Trödel Mario ist hier. Was ist denn? Guten Tag, Was hallo. habt ihr, Bist du ne? falsch abgebogen oder was? Guten Tag. Ja, Das irgendwie hat es Multiversum mich hier ins existiert doch. Auenland verschlagen. Warum machst du mich Unfassbar. groß? Das ist Aber ja schlimm. wenn du schon mal da bist, dreh dich mal um und steck dir mal hinten diesen zwei Pumuckel ein, wenn da keiner guckt gerade. Wo ist dann. Verdammt, okay. Ja, sehr schön. Hallo. Der Mario von kennt ihr noch? Ja, Ein hallo. Kanal, wo ich gesagt habe, der wird heute niemals hier auftauchen, den brauchen wir gar nicht. Und schon crasht er Was? ins Bild. Ja. Ich habe ja gesagt, ich vielleicht stürme ich ins Bild. Und das schon hat er es gemacht. Sehr Ja. schön. Ja, cool. Wie Ach. geht's dir? Relativ gut. Ich hatte früher mal gehört, Marché Noir war auch Thema. Da kommt am Sonntag noch ein Video, wo ich den Carsten interview. Vielleicht ist das für den einen oder anderen nochmal eine ganz nützliche Info, was da erzählt wird. Die nützliche Info für mich wäre, wer zur Hölle ist Carsten? Der Veranstalter, der Autor von, jetzt muss ich überlegen, Super Action Magazin. Ach, okay. Der Carsten Okay. Wetzlar. Den Namen habe ich schon gehört. Okay, ich konnte jetzt noch Ja. nicht damit in Verbindung bringen. Sehr schön. Ja, ich Also würde es alle auf übrigens. den Kanal gehen. Ich muss hier gerade mal gucken, habe ich mich Alle nicht, vorbereitet? alle nicht. Guck doch mal da. Oh, danke für Da einfach mal Werbung. draufklicken und die ganzen tollen Videos sehen. Wir hatten auch übrigens eben gehabt von Stefan ist Einer ist weg. weg. Okay. Wir hatten eben es gehabt von Filmen auf Events. Ja. Und ich habe tatsächlich auch da, ich glaube, ich habe eben die Frage noch gar nicht beantwortet. Also ich gucke auch nicht alle Videos von euch, weil ich es halt einfach zeitlich einfach nicht packe. Was? Nee, Aber ich geht habe leider gar tatsächlich nicht. das 2024 Update-Video von Kennt ihr noch geguckt? Oder von der Trödelmama, ich weiß nicht Aha. genau, wie ich dich jetzt nennen soll, weil da steht immer noch Trödel Mario, Trödelmama, bitte. Trödelmajo. Und Aber. da hast du ja gesagt, dass du ja auch eine Veränderung machst, weil du hast ja, wenn ich das so sagen darf, auf den Events, wo du warst, sei es das Weekend of Hell, sei es was auch immer, richtig geile Videos mit Interviews und so weiter gemacht. Dankeschön. Und ja, Ich krieg eine gerne. Katze. Du kriegst eine Katze. Hoffentlich muss die nicht jetzt doch noch mal raus. Das sind sogar zwei davon. Eine ist Blofeld oder wer war Blofeld. es? Blofeld, genau. Aber ich kann sie nicht mehr rumdrehen, die Stühle. So, Richtig, genau. Nur den Arm. ich muss weiter im Programm. Ja, genau. Und ich wollte darauf zurückkommen. Ich wollte sagen, dass, Moment, ich lasse den Stefan gerade wieder rein. Zack, da ist er. Und ich wollte sagen, dass ich gehört habe, bei dir rausgehört zu haben, dass du das eventuell nicht mehr so machen möchtest, weil es einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Ist das richtig? Ja, die Videos werden kürzer. Ich werde jetzt nicht jeden, den ich da treffe, 20 Minuten interviewen. Ich werde vielleicht das nur so machen. Oh, wie gefällt es dir denn hier? Was hast du denn erstanden? Oder ja, so kurze Sachen. Und vielmehr, ja, nennen wir es mal Impressionen von den Veranstaltungen einfangen. Denn, naja, um auch mal ehrlich zu sein, die Videos gehen teilweise echt lang und wer hat denn Zeit, sich da eine Stunde Video anzugucken? Das ist für mich auch schon anstrengend. Deswegen werde ich. Oh, der Stefan! Der Stefan hebt den Finger. Ich habe Ja, so vielen länger, Dank. desto besser. Ist es so? Ja, manchmal ist es sehr informativ, aber ich versuche es ein bisschen zu reduzieren, dass man so auf maximal 20 Minuten kommt, weil ja, ich versuche es auch mal relativ schnell rauszubringen und irgendwann ist es einfach zu stressig und. Es ist ein Hobby und soll sich nicht nach Arbeit anfühlen. Ja.
Weise Worte. Okay, verstehe ich. Weil Stefan sagt, er schaut sich die Videos alle an. Ne? Also wenn das Video gut ist, nehme ich mir auch die Zeit und schaue es mir an. Dann kann es auch 2 Stunden gehen. Ich erinnere mich daran, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Der Star Wars-Sammler hat auch so ein 2-Stunden-Video hochgeladen, wo nur so Impressionen gefilmt hat. 10 Stunden Livestream. Von mir aus 10, aber obwohl ich auf der Toyplosion selber war, habe ich mir dieses Star Wars Sammler-Video mit, was weiß ich, 2 Stunden Laufzeit komplett angeschaut, weil es mich einfach begeistert hat. Ja, nochmal die Leute da zu sehen, die ich verpasst habe oder das Ganze aus einem anderen Blickwinkel. Man war ja so in seinem eigenen Film unterwegs. Also wenn das Video gut ist, nehme ich mir die Zeit. Aber Hand aufs Herz, so viele geile Videos gibt es dann auch nicht von jedem Kanal, dass man sich das alles anschauen müsste, ohne jetzt hier allzu kritisch sein zu wollen. Das bezieht sich ja genauso auch auf meine Videos. Ne? Mhm. Ja, die Trödelmama. Ja. Also ich mag Videos, die ein bisschen länger sind. Nee, was ich noch sagen wollte, man hat ja auch erstmal gar nicht so die Zeit, wenn man jetzt berufstätig ist. Man hat noch irgendwie Familie. Der ein oder andere hat vielleicht sogar noch Freunde, dann will man manchmal, ja. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Dann will man sich vielleicht auch noch mal waschen und gelegentlich auch mal was essen. Schlafen ist auch noch ganz gut. Ja, wann soll man sich die 50 Videos angucken, die gefühlt wöchentlich rauskommen? Und wenn jedes eine Stunde geht, schwierig, ne? Ja, deswegen kann ich es verstehen, wenn man jetzt nicht alles von jedem guckt, mache ich auch nicht, muss ich leider zugeben. Da ist es dann wirklich so, was von Interesse ist oder weil man Person auch einfach mag. Ich sehe einen Schwanz. Und eine Katze. Eine zweite Katze. Im anderen Bild. Wir müssen ein bisschen aufpassen, sonst ist sie gleich... der Toyten hat seine auch. Katzenvideos gehen immer gut. Katzenvideos gehen doch immer gut im Netz. Die genau. Ganze Zeit. Herr mit den Stumpen oben jetzt für die Katzen. Ja, ich möchte gerade nochmal eine Frage einblenden. Das ist auch eine gute Frage, weil da kann man sich auch schon mal drauf einstellen, ob man da eventuell vielleicht ein Schnäppchen machen kann. Und zwar Toysen Bills fragt nämlich, wird von euch jemand einen Stand haben? Ich beziehe das jetzt erstmal auf die Toyplosion oder vielleicht auch einfach generell, Marché Noir oder sowas. Stellt jemand da Stücke aus seiner Sammlung zum Kauf zur Verfügung? Stefan hebt einen Daumen, okay. Wir anderen gehen alle nur zu kaufen. Genau. Ich bin nur Geld aus. Okay. Bei mir wird es auf jeden Fall wieder einen Verkaufsstand geben. Okay, und du hast ja auch letztes Jahr schon. Letztes Jahr doch. Genau, wollte ich gerade sagen, mit World of Nerd zusammen einen Stand gehabt. Alles gut. Ich glaube, der Stefan ist eingefroren, oder? Ein eiskalter. Also bei mir, es hakt furchtbar. Ihr seid irgendwie zu viel für meine Leitung. Ich weiß auch nicht. Was hast du gesagt? Für deine Leitung. dass du ja schon auf der letztjährigen, also 2023, ich muss immer noch aufpassen mit letzten Jahren und so, das ist alles noch nicht so lange her, Toyplosion auch einen Stand hattest, zusammen mit deinem Kooperationspartner, nenne ich es mal, mit World of Nerd. Und das wiederholt ihr jetzt auch dieses Jahr? Ja, also ich war letztes Jahr dabei, genau mit dem Stand, mit dem lieben Sebastian von World of Nerd und das werden wir auch 2024 wieder so handhaben, ist schon fest geplant, sogar mit einem noch größeren Stand, also ich werde noch mehr Verkaufsfläche haben als im letzten Jahr und da freue ich mich schon drauf, das hat nämlich echt großen Spaß gemacht und es gibt noch viel abzugeben tatsächlich, okay. Auch wieder neue Sachen, die meine Sammlung verlassen dürfen. Okay. Martha hat die Hand gehoben. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden reingeredet. Es tut mir leid, es hakt bei alles mir komplett. Gut. Deswegen muss ich mal so ein bisschen abschätzen, ob es gerade passt. Ja, die Frage passt aber ganz gut zu dem, was der Stefan gerade gesagt hat, weil ich wollte ihn fragen, wo beziehst du deine Ware her? Also sind es wirklich dann Sachen, wo du sagst, die waren jetzt jahrelang bei mir in der Sammlung und ich habe jetzt die Lust, Interesse verloren und gibst sie ab? Oder kaufst du extra nochmal ein? Krabbelst du jetzt auch schon Flohmärkte ab und oder was ist da der Hintergrund? Nein, ich will ja dem Toy-Tenner nichts wegschnappen. Nee. Komm, das muss also kommen. Es sind tatsächlich ausschließlich Stücke aus meiner Sammlung, die entweder gehen können, weil ich sie tatsächlich irgendwie doppelt habe, wegen dieser Idee, einmal verpackt und einmal auspacken, von der ich aber mehr und mehr halt abrücke, weil es einfach räumlich überhaupt nicht mehr geht. Und zum anderen sind es dann eben teilweise auch Stücke, wo ich sage, ja, habe ich mich ein Stück weit dran satt gesehen, dürfen wieder gehen. Oder natürlich auch Upgrades immer mal, ne? Wenn es dann
Da bin ich ja ähnlich wie du, je mintiger, desto besser. Und wenn ich dann mal ein Stück finde, was noch besser im Zustand ist, dann darf dann auch das Teil, was vielleicht ein bisschen abgegriffener ist, dann gehen. Okay. Ja, finde ich Kann ich gut. nachvollziehen, ja. Wir hatten auch tatsächlich überlegt, es gibt noch eine kleine Börse, da hatte ich auch zuletzt ein Video gemacht, und zwar die Comic- und Figurenbörse in Ludwigshafen, also unten in Rheinland-Pfalz. Die hat mich auch überrascht, da war ich das erste Mal, auch jetzt im November gewesen, fand ich richtig, richtig gut. Also auch eine Toyplosion in klein, in so einer Stadthalle, aber auch komplett alles, was Vintage ist, ja, also nicht nur auf eine Toyline, sondern alles querbeet war da. Und da haben wir auch überlegt, ob wir uns, weil die ist zweimal im Jahr, einmal am Anfang des Jahres, die ist jetzt, glaube ich, im März und dann auch wieder im November, da auch einen Stand zu machen. Aber irgendwie kann ich mich nicht dazu ringen, da mich hinzustellen und Sachen zu verkaufen und mit der Gewissheit, dass ich eventuell irgendwo was verpassen könnte, was ich kaufen könnte. Ich habe ja auch ein paar Sachen, die ich loswerden wollen würde. Ich habe mittlerweile zwei große Kisten voll, ja, weil ich halt auch, wie Stefan sagt, entweder halt irgendwo was abgegradet habe oder Sachen habe, wo ich einmal sage, nee, das ist doch nichts mehr für mich jetzt. Ja, das passiert halt einfach in der Sammlung, dass man irgendwann mal sagt, das habe ich jetzt gesammelt, aber irgendwie ist der Reiz komplett weg oder so, dann stoße ich es ab und hole was anderes. Ich finde das ganz natürlich eigentlich bei gewissen Sachen. Aber irgendwie, ich würde wahrscheinlich einen Tisch vollkriegen, so einen 2-Meter-Tisch, aber irgendwie kann ich mich nicht dazu durchreißen, raffen oder aufraffen, einen Verkaufsstand zu machen. Ist so mein Ding. Da hebt jemand ihr Finger. Da hebt noch jemand den Ja, Finger. Oh Gott. Ich war zuerst. Ja, Ich wollte ach, ich wollte nee, in die Marte Nase war eigentlich bohren. zuerst, aber Ich habe egal. mir in die Nase gebohrt. Wer hat eine Frage? Nee, wie sieht's denn aus? Kriegst du da nicht mit dem Peter was hin für die Toyplosion? Wenn du ja eh, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, über Nacht bist. Meinst du mich jetzt? Ja. Ja, aber ich will ja gar keinen Stand haben. Ich will ja gar nicht. Aber ich will dein Zeug. Ja, dann, ja. Also ich werde wahrscheinlich dieses Jahr bei der Toyplosion etwas aktiver hinter den Ständen tatsächlich sein, aber nicht hinter meinen, Okay. sondern ich werde tatsächlich ein bisschen hinter Seatoys Steinedorf sein und denen ein bisschen aushelfen, den beiden. Ah, cool. Dann vereinbaren wir vorher so ein bisschen was und dann machst du ein bisschen günstiger, ne? Klar, wir machen das dann so, wenn gerade keiner guckt. Übrigens, Da ich werde auch ist noch das so. meine Z-Toys Weihnachtsdose aufmachen und hier mal einen Cola-Orangengeschmack-Cola-Mix trinken. Ja, Prost. Ja. Dankeschön. Prösschen. Wenn wir schon Jawohl. bei Schleichwerbung sind, Man Cave 85 heißt ab sofort Food Soldier 85. Man Also Cave 85. Reines Moment. und Twix, sonst ändert sich nichts. Man Cave Okay. 85. Ist auch ein Aus YouTube-Kollege Dortmund. von uns aus Dortmund, ja. Genau. Also ich meine, er kommentiert auch immer fleißig meine Videos. Ähm, Ja, aber ich ich habe ihn wusste auch nicht, dass er jetzt gesehen. Food Soldier ist. Jetzt ist er Food Soldier 85, hat auch im kurzen Video erklärt, wieso, weshalb, warum. Und ich meine ihn ja auch gesehen zu haben im letzten Video vom Petendo, was ja auch, wart ihr im Comicland Dortmund, heißt der Laden so, Mario? Ja. Da meine Ja, ich da war aber auch auch, zu sehen, war ja. auch kurz zu sehen und deswegen Grüße an Food Soldier 85, ehemals Unbekannterweise, Man genau. Cave 85, ja. Der Grüße. André. Ja, der wohnt quasi da im Lager. Ah, okay. Nee, also der ist jetzt auch nicht so weit von dem Laden entfernt wie wir. Also, Ja, ja, wird es mir man genauso trifft gehen. ihn da. Wer ihn mal live sehen möchte, geht ins Comicland und gerne Geld ausgeben. Aber stell dir Da mal vor, ist du hast so einen er. krassen Laden neben dir oder eine Straße weiter. Ich würde auch nur noch rumgammeln, so wie früher als Teenager immer in der Videothek rumgegammelt, Oh ja. ja. Und wenn ich Aber jetzt so einen krassen Laden hätte um die Ecke, da wäre ich ja auch fast jeden Tag. Das wäre der hast du Tod. doch. Hast du Welchen? doch. eBay oder was? Nee, den Tim und Struppi-Laden. Der ist in Frankfurt, also und ich sammle ja kein Ach Tim und so. Struppi. Und der war ja nur Tim und Struppi. Da gab es ja nichts anderes. Ne? Wo Das war ist ja extra. denn, Ja, aber dann reicht wo, doch. Ich finde, das ja, reicht. wenn Wenn wir man bei nicht der Tim und Schleichwerbung Struppi. sind, Ja. Schleichwerbung, also ich will jetzt keine Schleichwerbung, weil ich kenne den Laden nicht, aber Nerdy Turdy World ist doch irgendwo auch in Richtung bei Ja, dir, bei oder? mir in der Ecke, Viertelstunde von hier, das ist in Rottgau-Jügesheim. Hm. Und richtig, ja. Ist aber auch nur neuer Kram, ja?
Neuware. Ich habe ihn mal gefragt, aber Vintage, sagt er, ist einfach nicht darstellbar. Zu kostspielig, zu schwierig. Und, aber es gibt ja auch genug Nachfragen für Neuware, ne? Und er macht ja nicht Klar. nur den Laden, er ist ja auch Comedian. Er war früher auch Rapper, wenn ich mal sag mal Rapper, Sänger, keine Ahnung, wie man es sagt, also auch Verbrecherreimer. Artist. Verbrecherreimer. OG, OG. Nee, und OG. wenn da, angenommen, er hätte nur Vintage-Ware, dann wäre ich da auch sein bester Kunde, das habe ich ihm auch schon gesagt. Aber Okay. Comicland Dortmund hat ja auch nur Neuware, glaube ich, oder? Abgesehen von den Comics. Ja, stimmt auch wieder, gell? Oder, nee, Comics, achso, doch, abgesehen von Comics, ne? Aber immerhin, immerhin Comics. Ich hab's Ich jetzt muss gerade verloren. mal reingrätschen. Ich muss mal einen Kommentar einblenden, der macht mich ein bisschen nachdenklich. Vom Military? Ich lasse den Ja, ich mal hätte auch gelesen. unkommentiert und die Bühne ist deine. Passt die Yes! Trödelmama. Ah, ach, aus dem Wichtelpaket. Ja, Da war unterschrieben mal ein sogar. Foto von Unterschrieben. mir. Leute, ein Ich bin traurig. Originalautogramm von dem Mario habe ich hier. Sehr schön. Ich hab grad echt an mir gezweifelt. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Und konnte nichts assoziieren. Ja. Ich kann das nicht. Wie geht das? Ich bin zu alt dafür. Das Foto von der Trödelmama habe ich bei mir im Ich Portemonnaie. krieg das auch nicht hin. Ich habe keine Ahnung. Mir sieht das Auf dem immer aus wie Nachttisch. ein. Asiatisch. Ich So. habe keine Ahnung. Das ist. Ich habe auch eben irgendwas gelesen mit Toy Tenners Tasse. Er ist größer als der zweite Sternzerstörer selbst. oder Genau, sowas, ja. irgendwas. Ich hoffe, da ist nur Tee oder sowas drin. Die ist gar nicht so groß. Ich bin nur so klein. Das ist das Ding. Ah. Ne, also, nein, die ist schon groß. Also, das ist halt eine Tasse, dass man nicht oft aufstehen braucht. Wie die Tasse Das ist eines richtig. Mannes. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, du wieder. Oh, Oh ja, Mann. Sascha, tut mir leid. Die Fotos waren aus. Ist ein Custom für den Teute gewesen. Heute, ja. Das ist auch so ein Ding. Heute Wie ist heute. kommt's? Was ist die Abkürzung selbst erfunden oder wie kommt's Ja, ich dazu glaube, hin? Sodak hat Sodak nicht das eingeführt. Irgendwie war das nicht so. Nee, Mario hat er erfunden. Ich habe es nur Mario, sofort übernommen, weil ich es super Entschuldigung. fand. Ja, du hast es Der aber, wollte ich kleine gerade sagen, du hast es Teute. sofort übernommen. Oh Mann. Ja, sehr, sehr gut. Bevor wir jetzt hier ganz komplett irgendwie alles aus den Augen verlieren, und die Kommentare gehen ja weiter, ich habe immer so ein paar Sachen hier aufgeschrieben, was wir eigentlich machen wollten heute Abend, aber das ist Ja, ich immer habe so, auch dass es mal dann, dass man dann vom einen ins andere kommt. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, und zwar, was eure Highlights letztes Jahr, also 2023, waren im Bereich, was ihr Neues in die Sammlung bekommen habt. Gab es da das Teil, was ihr sofort, ja, was euch sofort einfällt, wo ihr sagt, das war so toll, dass ich das 2023 in die Sammlung nehmen konnte, dass ich halt echt, ja, keine Ahnung, Punkt. So, Ich bin gleich wieder da. Das mache ich immer. Okay. Ich würde, ich muss dazu sagen, dass ich meine YouTube-Kollegen hier, also für die Zuschauer hier, im Vorfeld natürlich gefragt habe, dass man sich schon ein bisschen darauf vorbereiten kann. Und ich dachte eigentlich, dass dann jeder so sein Highlight vielleicht einfach nimmt, sich nebenhin stellt und dann die Kamera hält. Aber es gibt auch so schlaue Leute wie den Zodax Zeittresor, der mir dann einfach Fotos schickt und sagt, hier hast du was zum Einblenden. Ja, und von Ja. daher, Stefan, kommst du als Letzter dran. So, Ich suche mal ich würde auch mal eben sagen, was von der Trödelmama raus. okay, den Das Pumuckl kriege ich vielleicht. dann. Und in der Zwischenzeit fangen wir einfach mal mit Mate, würde ich sagen, an. Der sieht sehr gut vorbereitet aus, muss ich sagen. Das heißt, Auf diese Frage war ich wirklich vorbereitet, weil geil, Mario. deswegen mache ich dich groß und sage, was war denn dein absolutes Highlight 2023? Alles gut. Oder Highlights? Ich würde mich mal nur auf zwei Highlights beschränken, weil es gab sicherlich viele Highlights, aber wenn alles ein Highlight ist, ist nichts ein Ja, Highlight. Also ich genau. habe jetzt zwei Sachen rausgepickt. Eines ist ein Item oder Piece, was ich wirklich haben wollte, was ich aber länger gesucht habe, weil da waren teilweise auch absurde Preise. Und zwar Ghostbusters, seht ihr hier? Könnt ihr das sehen? Viewmaster.
der Viewmaster von Ghostbusters. Ich wusste nicht, dass es einen gibt von den Ghostbusters. Und da ich nun mal Ghostbuster-Fan bin, noch keinen Viewmaster in meiner Sammlung habe und großer Fan bin vom Boogeyman, den ich einfach, da habe ich mich wirklich eingenässt als Kind bei dieser Episode. Musste ich dieses Ding haben, als ich gesehen habe, weil wie viel Merch gibt es mit dem Boogeyman drauf? Es gibt keinen Merch. Das ist das Einzige, was ich kenne mit dem Boogeyman. Das wollte ich unbedingt haben. Und was ich nicht unbedingt auf dem Schirm hatte, weil ich wusste nicht, dass es das gibt und deswegen war es auch nicht auf meiner Wunschliste. Aber als ich es entdeckt habe, wollte ich es halt direkt kaufen, habe es auch getan. Es ist dieser Rucksack hier von, mit Hulk Hogan von dem Jahr 91 WWF. Damit wäre ich damals auf dem Schulhof der King gewesen. Ja? Und die, ja, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Deswegen habe ich mir das dann aus Italien schicken lassen, das Teil. Und ja, bei der nächsten Toyplosion werde ich definitiv damit stolz wie ein Pfau shoppen gehen. Den habe ich tatsächlich auch bei dir im Video gesehen, den Rucksack. Und da ist auch ein kleiner Hulk Hogan, glaube ich, Anhänger dran. Ja? Da ist sogar noch so eine kleine Figur, finde ich jetzt nicht super detailliert, ja, aber trotzdem toll, dass sowas noch mit dabei ist. Ne? Darauf hätte man auch aus Kostengründen verzichten können und das einsparen können, haben sie nicht gemacht. So viel Liebe zum Detail finde ich schon ganz toll. Aber es waren so damals die 80er und 90er. Ne? Da hat man sich noch Gedanken und Mühe gemacht. Ja. Auf das jeden Fall. Das sind so viele Highlights neben Toylands, die ich dazu noch genommen habe in die Sammlung, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich die brauche. American Gladiator oder die Gummibärmbande. Aber das sind jetzt zu viele Figuren, um das zu zeigen. Ja, Cool. Zwei geile Items für meine Sammlung. Ja, sehr schön. Ich übergebe das Wort an Mario und die Trödelmama. Okay, dann bleibt mir nichts weiter zu tun, als euch ins Rampenlicht zu stellen. Eure Highlights oder die Highlights der Trödelmama. Ach nein. Oh. Ach doch. Sind die nicht wunderschön? Ja, die sind nicht schön. Entschuldigung. Aber nicht vom Flohmarkt. Ja. Es gibt hier einmal den König von der Prinzenrolle. Und dann, was hat die Trödelmama sich noch geholt? Lord Deathman von Batman 1966. Genau. Nein, natürlich, erzähl selbst. Was hat es hier mit auf sich? Wer sind die beiden? Die habe ich tatsächlich von meinem Mann geschenkt bekommen. Ah. Wie mega cool ist das denn? Und zwar einmal zum Geburtstag und einmal zum Hochzeitstag. Weil was will man mit Blumen? Ja, furchtbar. Welchen gab es wann? Den gab es tatsächlich zum Geburtstag und King Randor gab es zum Hochzeitstag. Mega cool. Aber es gibt ja noch Highlight Nummer 3. Umgekehrt wäre auch irgendwie komisch gewesen. Aber den hier, den habe ich auf der Toyplosion gekriegt. Sehr schön. Dreh mal den Mantel. Ob der Flecken hat. Keine Flecken. Perfekt. Der kommt mir bekannt vor. Und bei wem habe ich den gekauft? Ah, verstehe. Meine absolute Lieblingsfigur. Das war mal meine. Mega, mega. Und er hat ja ein dann richtig schönes Zuhause bekommen. Ich wollte gerade sagen, wenn der mal am Stefan, wenn der mal Zulags Zeitresor war, dann kann man davon ausgehen, dass der im Top-Zustand ist. Der ist wirklich in einem richtig, richtig guten Zustand. Ja, ich versuche ihn gerade mal hinzustellen, oder dass er gerade ist. Ja, der, ja gut, er hat ein, zwei Abriebe, aber ich weiß nicht, kommt das. Nee, das ist, weil die Katze ins Regal gesprungen ist. Ja. Kann man das erkennen? Ich glaube ja, ne? Warte mal, ich mach's nochmal kurz groß. Also ganz klein. Ach ja. Darauf musst du jetzt noch nicht hinweisen. Lass uns doch in dem Glauben, das ist eine perfekte. Zum Thema gutes neues Zuhause. Stefan ist gerade eine Welt zusammengebrochen. Ja. Achso, das war fast so schlimm, wie als Marte meine Dino Riders aufgerissen hat. Aber na gut. So ist das halt manchmal. Ja, damit musst du ja rechnen. Das wenn man ja kein verkauft, ja, dann gibt man halt alle Rechte ab. Offensichtlich dann. Aber der Peter schreibt gerade nochmal, wegen dem King Randor. Ist das ein Ray Randor? Das heißt, ist der aus Spanien? Ja, oder? Der ist aus Spanien. Aha. Und was ist jetzt der Unterschied zum normalen Randor? Das müsste jetzt auch nochmal erklären. Ich gehe davon aus, ich bin da nicht so ganz bewandert drin, aber ich kann mir vorstellen, dass der eventuell auch keine Weichmacherflecken und sowas in der Art hat. Ja, deswegen. Ja, der Spanier hat die schöneren Goldparts und hat keine Gammelflecken. Ja, genau. Hat noch stramme Schenkelchen. Sehr schön. Können wir ja vielleicht auch nochmal in den Schritt filmen, oder? Ich muss sagen, das war so eine Figur, die hat mich als Kind null gereizt. Gell? Also King mich Randor. Auch. Hat ja jeder gehabt. Das war ja mit die ganze Figur. Aber King Randor. Dann macht er gar nicht scharf. Doch, jetzt macht er scharf. Aber trotzdem. Ja, sehr schön. Und auch in den Beinen nichts. Sehr schön. Aber ich hatte ihn ganz schräg. Hübsches Kerlchen. Danke. Achso, die Figur.
Aber ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich hatte jetzt zum ersten Mal so eine Figur in der Hand. Sie sind vom Bravestar. Ich weiß. Ja, freundliche Größe, also, ne? Ich kann verstehen, warum der Mate den ganzen Kram immer auspackt. Das ist echt ein schönes Gefühl, so ein Ding mal in der Hand zu haben. Oh. Ach so, das haben wir im Übrigen reparieren können. Der schnellt wieder richtig raus. Hört sich sehr falsch an. Ach, da war das vom Stefan doch nicht. Ah, okay. Mhm. Geht das? Warte. Hat der Stefan also der war optisch top, aber tatsächlich das Action-Feature lahmte etwas. Eieieiei. Ah. Deswegen habe ich ihn abgegeben. Super. So, ja, jetzt ist er wieder am Heile sein. Sehr schön. Thunderstick. Perfekt. Das ist ja auch die teuerste Bravestar-Figur. Die Mock zu bekommen, musst du mit 600 Euro mindestens auf den Tisch legen. Die fehlt mir. Mock fehlt mir die auch noch. Würdest du die dann auspacken, at Ultimate? Würde ich auspacken. Mach da keinen Unterschied. Kann 100 Euro kosten, der Mock, oder 1000 Euro. Aber ich würde nie 1000 Euro ausgeben für einen Mock. Das ist der Unterschied. Ja, okay. Deswegen kann ich ihn auch nicht auspacken, weil ich nicht bereit bin, so viel Geld für eine einzelne Figur oder ein Item oder Piece auszugeben. Das ist für mich, selbst wenn ich es mir leisten könnte, wahrscheinlich macht es für mich keinen Sinn. Ja, dann kann aber, glaube ich, der nächste Mal weitermachen. Sonst halt. Ja, dann machen wir weiter. Wer möchte? Wer hat was parat? Dann machen wir den Toy Tenner als nächstes und der Stefan dann gleich als letztes. So, was hattest du als Highlight 2023? Auch den Scareglow als Highlight. Aber das ist eigentlich nur mein Highlight. Also ich freue mich über eigentlich alles, was ich das Jahr über gekriegt habe. Mhm. Aber der Scareglow ist halt so eine Besonderheit, weil ich diese Figur als Kind nie hatte. Das heißt, ich habe auch nie einen Bezug zu dieser Figur gehabt und wollte den eigentlich gar nicht kaufen. Und meine Freundin hat mich dann überredet möchte ich nicht sagen, aber bestärkt, dass ich mir den doch kaufen soll. Der ist vom befreundeten Sammler gewesen. Der war auf eine Custom-Karte, war der drauf. Den habe ich natürlich geöffnet. Mhm. Und Und der das Case? Das ist ein Funko Pop-Dings. Ach. Ist so ein Achso, das unten, ich sehe gerade unten der Stand hat dieses Masters-Logo dran, ja? Ja, genau, das ist nur der Stand, der ist aus dem 3D-Druck. Okay. Sehr schön. Ja. Und mein zweites Highlight, was ich immer haben wollte und auf der Toyplosion auch als erstes gekauft habe, wo ich drinne war, ich wollte immer einen vollständigen, schönen Razor Ramon haben. Und, say hello to the bad guy. Hey, yo. und einen gegradeten. Ja, ich hätte ihn auch ungegradet genommen, also mir ging es eigentlich nur um die Figur, weil der ist mein absoluter Favorit unter den Wrestlern als Kind schon gewesen wie heute und der sieht natürlich extrem gut aus in den Pace und dann habe ich mich dazu entschlossen, mir doch mal eine gegradete Wrestling-Figur zu gönnen. Wird aber die einzige gegradete bleiben, also definitiv. Okay, aber sehr schön, sehr schön. Das heißt, auch auf der Toyplosion fündig geworden. Wahrscheinlich nicht nur das, gehe ich von aus. Auf der Toyplosion wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Aber ich habe mir halt eine Liste vorher gemacht. Also ich bin nicht einfach so zur Toyplosion gefahren, weil ich wusste, mein Budget ist begrenzt und wenn ich einfach so hinfahre und gucke, was es da auf den Tischen gibt, habe ich nach dem zweiten Tisch schon kein Geld mehr. Mhm. Deswegen habe ich mir eine Liste gemacht, was ich unbedingt haben wollte. Der Razor stand halt ganz oben. Da bin ich gleich nach 20 Minuten fündig geworden und sind aber noch ein paar andere Sachen in die Tasche gekommen. Das denke ich mir. Aber das kann man ja bei dir alles in deinem Video wahrscheinlich nachschauen. Die wir ja nicht gucken. Die werden nicht gucken, aber nur für den Chat halt, ja. Der darf ja da gerne mal reingucken, wenn er will. Ja, natürlich. Kann man da sehen, ja. Okay, sehr schön. Okay, dann bleibt noch einer übrig. Ganz Moment, kurz, bevor der andere, Herr Schwarmintelligenz. Jetzt haben wir zweimal den Scarecrow gesehen mit weißer Hellbade. Gibt es denn auch neongrüne Hellbade, so wie die Origins-Variante? Ja. Das eine ist, glaube ich, die europäische Variante und das andere ist die US-Variante, glaube ich. Also neongrün ist US, mit anderen Worten. Was war das für ein Pfeife? Moment, warte mal, ich unterhaltet mal den Chat, ich bin gleich wieder da. Ja, gut, der Pizza ist angekommen für Frank. Ja. Weil das ist mir jetzt aufgefallen, dass ich jetzt noch keinen so oft gesehen habe mit grüner Hellbade und das wird ja wohl kein Custom gewesen sein, also wo es diese Variante ja gegeben hat. Ihr müsst sie da gucken. Toys im Bild schreibt gerade, der Mate treibt die Mockpreise nach oben. Ja, genau.
Ach, ich habe mich leider vertan. Ich habe auch leider nur den mit der hellen, mit der weißen. Also da habt ihr noch ein Ziel vor Augen, alle drei. Nee, da bin ich raus. Also bei Masters Vintage bin ich soweit. Ich will nicht sagen komplett, aber ich habe die Figuren, die ich haben wollte. Und wenn es da noch ein paar Mock-Figuren gibt, die preislich interessant sind, werde ich mir die holen. Aber lose bin ich eigentlich komplett und das reicht mir auch vollkommen. Ja, aber ja, genau, die Tanja schreibt es auch gerade. Grün müsste US sein. Ja. Dann wäre das auch geklärt. Danke. Jetzt aber. Oh, Lubis Merchandise ist cool, ja, okay. Falsch eingeblendet, aber ja, war wirklich cool. Stefan, du bist übrig. Deine Highlight. Ja, genau. Muss ich irgendwas machen oder hast du die? Ja. Ja, also ich erzähle es gleich. Mach erstmal nichts. Ich bin da jetzt dran, oder? Ja, du bist dran. Das ist kannst du loslegen. Die Verbindung gerade bei mir. Alles gut. Ja, ein Highlight hatte ich ja schon präsentiert, den Robby, den Roboter hier. Bei den habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil ich ihn, wie gesagt, lange gesucht habe und weil ich da wirklich Kindheitserinnerung dann habe. Ich habe jetzt war er weg. Übergespielt worden von meinen Klassenkameraden, die ein bisschen zu wild damit umgegangen sind. Aber bis dahin hatte ich viel Spaß mit dem Kollegen, habe ihn immer über den Küchenboden fahren lassen, weil das bei uns der einzige Raum ohne Teppich war. Und da konnte er dann seine Pirouetten drehen. Und weil einfach die guten Erinnerungen daran waren, habe ich mich gefreut, als ich ihn dann wieder in der Sammlung hatte. Und das zweite Highlight, auch schwarz und batteriebetrieben, ist tatsächlich der Kit. Und weil ich den jetzt gerade nicht greifen konnte, habe ich dir da eben das Foto geschickt aus meinem Instagram-Account, was ich da so schön zurechtgefotoshoppt habe. Vielleicht kannst du das ja mal einblenden, wo der Knight Rider da in der Wüste steht. Kalifornien. Da ist es. Der Knickdritter. Ja, genau. Von meinem Ehrenschwager Jörg habe ich dieses wunderbare Mint-Stück bekommen und ich hätte nie gedacht, dass ich den mal in dem Zustand finde und habe mich da wirklich sehr drüber gefreut und das Ding hätte ich halt als Kind nochmal so viel stärker gefeiert. Leider gab es das ja hier bei uns nicht, aber es hat mich sehr gefreut, dass ich den dann jetzt zumindest als halbwegs Erwachsener in meine Sammlung holen konnte. Also dann das dritte Highlight, das ist eigentlich... Ja, alles gut. Ich wollte nur gerade einwerfen. Das ist doch nicht Playmobil. Nein, das ist kein Playmobil. Das ist Kenner. Ob du den auch als Playmobil hast? Zusätzlich. Ja. Ach so, ja, den habe ich mittlerweile auch. Der war mir immer ein bisschen zu teuer. Mir hat er nicht so gut gefallen. Aber jetzt gab es den für 25 €, glaube ich, im Angebot. Und da habe ich ihn dann tatsächlich doch auch mitgenommen. Preis ist okay. Okay, und Highlight Nummer 3, du hast gesagt, du hast noch eins. Ja, der hat ja 70 gekostet, als er rauskam. Ja, das dritte Highlight ist auf jeden Fall der riesige Pentor und die Skeletor-Statue. Da habe ich dir ja auch noch ein Bild geschickt, weil ich das jetzt auch nicht hier ins Bild halten konnte, das 30-Kilo-Monster. Ja, genau, das war dieses Kombipaket aus dem riesigen Pentor mit den beiden Skeletor-Varianten, einmal als Büste und einmal als Statue. Da habe ich mal eine Frage. Auch wenn das nicht Retro, nicht Vintage ist, habe ich mich da sehr drüber gefreut. Das sieht ganz cool aus, auf jeden Fall. Teute hat eine Frage. Da habe ich eine Frage für, genau. Es hat sich eingebürgert. Das welchen Kopf, das waren noch die, wo du die Köpfe wechseln konntest. Für welchen Kopf hast du dich jetzt entschieden? Weil ich habe dein Video ja natürlich gesehen und du wolltest ja von der Community wissen, welcher Kopf am besten aussieht. Und für welchen hast du dich jetzt entschieden? Ja, ich habe tatsächlich, entschieden, dass der lachende Skeletor ist der im Filmation-Look, also mit dem komplett gelben Gesicht und der den Witterstab so nach vorne streckt, der hat diesen etwas grünlichen Kopf, der mehr so ein bisschen der Toy-Figur entspricht. Und bei Pantor? So habe ich es jetzt gemacht. Sag nochmal. Bei Pantor konntest du doch auch den Kopf wechseln, oder nicht?
Also bei Panto auf jeden Fall, ja, da ist es auf jeden Fall der ohne Helm geworden. Der hat mir dann doch deutlich besser gefallen als der mit Helm. Guter Mann. Habe ich auch noch mal ein Bild, Frank, von dem ohne Hast Helm. du? Was hast du mir denn alles geschickt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so, da hast du mir wahrscheinlich dein Thumbnail oder so geschickt. Kann das sein? Oh ja. Ja, das Ja. sind Riesending, ne? diese Hörner beim Helm, die Ja, da erschrecken sieht man mich ihn auch. noch mal, genau. Ja, das ist Ja. ja das Design von der Classics-Variante. Aber ohne, sieht auch imposant aus mit Hörnern, aber ohne kommt das Gesicht einfach besser zur Geltung. Ja, voll Es lieb. ist auch schöner. Auf Kann ich jeden Fall. verstehen. Sehe ich auch so. Nee, da ist die Kamera so. So, Ja, das dann. waren so meine Highlights. Ja, sehr schön. Und da hebt noch jemand den Arm, den Finger, Ja, was auch Finger immer. oben. Und wir müssen, glaube ich, jetzt auch. Ja, wir müssen leider. Der Bearded Game Collector hat, also es ist der Bearded Game Chefcook heute. Der hat lecker geschnappt. Ah, du hast dich, also deswegen bist du im Stream, einfach nur, weil du dich zum Essen eingeladen hast. Ja, Ich war zu klar. faul zum Aha. Helfen, also beim Kochen. Ich Aha, bin nur der verstehe. Esser. Das merke ich mir. Aber guck Wo mal, ist, dieser ich werde Beamer gleich könnte mal auf vielleicht. Deabo gehen hier. Nein, Moment. aber steht ja Trödelmama, deswegen alles gut. Oh, Okay, alles was? gut. Aber guck mal, Sehr dieser schön. Beamer dürfte auch langsam mal. Ich wollte gerade sagen, wir machen einfach fliegenden Wechsel. Wenn ihr wirklich Ja. lieber esst, anstatt hier dabei zu sein, dann Aber kann wir ich euch müssen nicht langsam. aufhalten. Ja, oh, ich werde auch schon. Was sind das für Menschen, die um Ihr 4 hört Uhr Zeit es. essen? Ich weiß Morlocks. auch Seid nicht. ihr Morlocks Mein oder Sohn was schreit vielleicht? schon, Mama, essen. Ja, dann aber ganz schnell. So, ihr Ja. Lieben, ich bin dann raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und es war richtig schön bei euch. Tschüss. Vielleicht schaffen Guten wir das ja Hunger. irgendwann Auf nochmal. jeden Fall. Sehr gefreut, dass du dabei warst. Und wie gesagt, ja, guten Hunger, genau. Und Jo, dann bis zum nächsten danke. Mal. Ja? Ciao. Dings. Hätte jetzt auch Bock auf Mamma Miracoli. So ein Teller Ja, so ein Spaghetti. bisschen. Stefan, gibt's bei dir wieder Pommes? Nee, heute haben wir tatsächlich kurz vorher noch gegessen. Ah, Keine okay, Pommes. aha, man lernt dazu, okay, sehr gut. Aber Drödelmama ist weg und da wir hier nicht ganz ohne weibliche Begleitung sein wollen, ist auch jemand weiteres hier, den wir jetzt einfach mal dazu holen. Und zwar haben wir hier die Sabine vom Stamm der Sabinerinnen, auch bei uns in der Wichtelgruppe gewesen und jetzt mit live im Stream. Hallo Sabine. Hi, hi, hi. Hi Hört man mich? Sabine. Ja, Ja. perfekt. Okay, super. Sehr schön. Mein Mikro hier. Ja, perfekt. Hört dich super. Schön, dass es geklappt hat, dass Ja. du noch mit reinkommst. Und so mal, It Waits TV, da geht's schon los. Hier, Sabine. Hi. Ja, also deine Fans sind auch da oder deine Zuschauer. Sabine, vielleicht auch, ja, ich weiß gar nicht, ob. Ich wollte gerade sagen, dass du dich noch mal kurz vorstellst, aber ich glaube, wenn ich die Kommentare lese, dann brauchst du das kaum. Die Schildkröten-Sabine. Aber vielleicht trotzdem für die Leute, genau, weiter geht's, die dich vielleicht nicht kennen sollten, kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen und was du auf deinem YouTube-Kanal einfach so, was die Leute auf deinem YouTube-Kanal Schönes sehen können. Okay, also ich bin die Sabine vom Stamm der Sabinerinnen und meistens sieht man halt Turtles, aber man kann auch ab und zu mal andere Figuren entdecken. Aber meistens sind es halt Turtles, die putzigen vier Jungs und noch ein paar andere Figürchen. Okay, was wären die anderen, wenn's, ich glaube, du hast auch eine Vorliebe für G.I. Joe, meine ich. Oh ja, die 6-Inch von Hasbro sind mega cool. Ich habe heute auch, sieht man den? Moment, warte Auch mal, halt einen. nochmal, ich mach dich mal ins Rampenlicht hier. Warte, sieht man das? Das ist doch hier Tekken. Ja. Rio, oder Aha. nicht? Ich bin irgendwie spiegelverkehrt, oder? Ja, das ist gewöhnungsbedürftig, ja. Ja, ich habe auch gerade gedacht, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, das ist Jin von Tekken. Der ist mega cool, gerade im Angebot für 20 Euro. Und also den so Figuren halt. Oder Aber der weiß ist nicht, jetzt nicht worauf ich mit den G.I. sammeln Joe will. Hasbro, oder? Sondern das ist jetzt separat was anderes. Oder ist es auch Ja, so? genau, das ist Bandai. Bandai, Das ist okay. der Tekken und das ist der Jin. Warte, vielleicht erkennt man ihn. Ich habe mir jetzt was angezogen und zwar von Sieht aus Usagi. wie so ein Jedi-Ritter mit dem Ja, warte, bisschen, gleich gell? erkennt ihr ihn.
Ja, klar. Typische Position. Der hat mir immer aufs Maul gegeben in Tekken. Ich fand ihn mega cool. Und das war, ist halt jetzt ein Schnäppchen im Moment für 20 Euro. Und da konnte ich echt nicht Nein sagen. Ich habe den sehr gern gespielt. Ja. Ich habe aber auch gern den Paul gespielt und die Michelle. Und die fand ich immer am besten. Paul mit der Turmfrisur, der Blonde, ne? Gott, ich bin bei den Namen echt ein bisschen raus, muss ich sagen. Bei den restlichen Namen weiß ich es auch nicht mehr, aber so gerade bei Street Fighter und Tekken, da gibt es schon so ein paar Charakter, wo ich dachte, wow, die sind mega cool. Und wenn die jetzt als Figur kommen, nur bei Street Fighter gibt es mehrere Varianten, also es gibt ja mehrere Firmen. Und ich würde mich schon gern erstens auf eine Größe einigen und zweitens auch auf eine Firma. Also entweder alle von Soda oder alle von Bandai oder was weiß ich, da gibt es noch zwei, drei Firmen. Nicht so dieser Mischmasch, die sollen schon so ein bisschen zueinander passen. Okay. Und du packst die Figuren auch aus in den Videos, wie der Marte? Und genau. Also ich packe auch alle Figuren aus, ich bin voll dafür. Es gibt ein paar Figuren, die sind noch verpackt, aber nur, weil ich nicht dazu gekommen bin. Aber sonst, ich kann das gar nicht, so eine Figur kaufen und dann sagen so, und die bleibt jetzt da verpackt. Da hast du auch recht, da muss man schon geistesgestört sein, um sowas verpackt zu lassen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ich kann das nicht. Ich habe oft so überlegt, hey, du hast jetzt eine Figur gekauft. Zum Beispiel, darf ich das mal ganz kurz zeigen? Na klar. Der Turtle Van, ja, von Nika. Wie viele haben gesagt, aber den packst du doch nicht aus. Und ich dachte so, hä, warum denn nicht? Was soll ich denn sonst denn damit machen? Sieht man den? Die Gattung anschauen. Ja, und ich dachte mir so, wie nicht auspacken? Was meinst du mit nicht auspacken? So, die halt verkehrte Welt. Ja, stell dir den Karton hin und für den Karton kaufst du dir noch einen transparenten. So wahrscheinlich, weil das Ding irgendwie 700 Euro gekostet hat, sehen das einige wohl eher als Wertanlage. Ja, ich weiß. Hat der 700 gekostet, der von Nika? Nee, der von Nika war 300 und der von Super Seven, der jetzt kommt, der ist 600, Okay, gut. Boah. Military Retention, der hat eben gefragt, weil du gesagt hast, wahrscheinlich auf die Tekken-Figur bezogen, der ist im Angebot für 20 Euro. Ich eben schon mal der hat gefragt, wo im Angebot? Wahrscheinlich hat er Interesse dran. Klar? Also, das ist bei Amazon. Ah, okay. Also ganz einfach, ganz simpel. Noch nie gehört, was ist das? Ja, ich wusste nicht, ob man so Werbung hier reinhauen darf. Ja, ich glaube, das ist schon okay. Amazon, schnell, da gibt es noch den anderen, den Vater. Jetzt, schnell. Oh Mann. Ich habe schon ein paar Mal in der Hand gehabt und da dachte ich mir, 30, 35, komm, dann lieber wieder ein Turtle. Aber dann für 20, habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Aber wo hast du den in der Hand gehabt? Weil Amazon hat ja keinen Shop, gibt es ja nur online. Wo hast du den dann dir angeschaut oder testen können? Ich war bei Müller, weil es gibt ja diese kleinen Funko Pops-Figuren von Turtles. Und nur bei Müller gibt es die in den Tüten, diesen Blindtüten. Und dann gucke ich auf einmal, was ist denn da im Regal? Dachte mir, huch, die wolltest du doch. Dachte ich mir, nein, Biene, das reicht. Platz und so, ihr wisst ja, aber für 20 Euro habe ich gedacht, das ist Schicksal. Das genau, das ist Schicksal. Der muss jetzt den Warenkorb rechtfertigen. Das ist Schicksal. Genau. Die sind uns begegnet für Love of the First Sight. Richtig, so, aber weil wir gerade schon von Schicksal sprechen, wir hatten jetzt eben schon mal einmal die Runde, also einmal Tanja, doch der Marte hat seine Highlights 2023 schon in die Kamera gehalten. Da hast du wohl nicht hingeguckt. Genau, der Rucksack und der Viewmaster von Ghostbusters, richtig. Genau, da sind sie. Und dann holen wir das gerade auf. Sabine, hast du ein Highlight, wenn du an letztes Jahr zurückdenkst, das tollste Ding, was du dir gekauft hast für deine Sammlung? Kommt da sofort irgendwas ins Gedächtnis? Oder ist das alles nur Turtles? Oder gibt es was Besonderes davon schon, vielleicht sogar? Also es sind schon Turtles, aber die von Turtle und also von den Mirage Comics, die fand ich schon mega cool, muss ich sagen. Und was ist das? Was hat das mit Mirage Comics auf sich? Das sind die allerersten, das sind also von Peter Laird und Kevin Eastman, die haben die Turtles ja sehr düster gezeichnet und die waren sehr
ja, gewalttätig, haben auch Alkohol getrunken, haben geschimpft und haben, da hat man auch viel Blut und so gesehen. Das waren jetzt nicht die kleinen Turtles, die, mit denen wir vielleicht als Kinder aufgewachsen sind. Hm. Und da die Figuren, genauso wie zu The Last Ronin, auch der Comic, also muss ich sagen, das war schon mal was anderes. Also war schon ein Highlight, würde ich sagen. Okay, und die haben alle, glaube ich, das gleiche Bandana, die gleiche Farbe gehabt, oder? Genau, die haben ja alle, also ganz, ganz am Anfang hatten alle, die alle schwarz-weiß, aber dann hatten die das alle, das rote Bandana gehabt und mhm. ich finde es auch ganz gut, ich habe schon gesehen, ein paar Customs, da haben einige die Bandanas bemalt, aber das passt nicht so zu den Mirage-Tolls, finde ich. Sonst mhm. ja, aber zu denen irgendwie nicht so irgendwie. Nicht wirklich. Also okay. Ich mache ja auch viel Custom, aber das war mir dann ein bisschen too much. Okay, ja, aber schön. Oh, schön. Und hier kommen, wisst ihr, ich bin bei den Turtles, bin ich ja komplett raus eigentlich. Ja. Also das habe ich früher ab und zu den Comic mal, also den Comic, den Cartoon habe ich mal geguckt, wenn er gelaufen ist. Aber das ist den ersten Film in den 80ern, war das 80er oder war das schon 90er, Anfang 90er, weiß ich gar nicht. Also 90er. Der erste Realfilm, ja, danke, hatte ich geguckt, die anderen zwei dann auch, glaube ich, nicht mehr. Und ist nie so an mich gegangen. Und jetzt ist hier eine Frage, da bin ich komplett aufgeschmissen. Sammelst du auch die Mutanten-Mayhem-Figuren? Ja. Was zur Hölle ist das schon wieder? Das ist ja der neue Film, der Teenage Mutant Mayhem. Da habe ich mir jetzt die Blu-ray habe ich bekommen. Ach, Gottes Willen. Okay. Und die sind schon putzig. Wobei, das mit Splinter hat mich sehr verstört. Ich war ja im Kino und habe mich mega drauf gefreut, wieder Turtles im Kino und so, habe schon meine Figürchen da gehabt und fand es auch richtig cool, so vom Soundtrack und auch so ein bisschen düster. Gerade die Musik habe ich mir an manchen Stellen gedacht, ui, was ist denn das? Und dann siehst du Bebop und Rocksteady, wie die da feucht, fröhlich, nett rauskommt, dass der so, hä? Aber das, ich will ja nicht so der Spoiler, weil ich nicht weiß, ob das alle gesehen haben. Die Szene, ich will es aber auch nicht sehen, also spoiler ruhig. Okay, Splinter küsst eine Kakerlake und das war mir ein bisschen too much. Da habe ich schon gedacht, Kakerlake. Okay. Aber das ist ein Animationsfilm, gell? Das ist ein Animationsfilm. Genau, ja. Das ist jetzt nicht so, okay. Aber sind da echte Gefühle dabei oder macht ihr was vor der Kakerlake? Also das sah schon nach mehr aus. War schon nach mehr aus. Ja, ja. Gibt es einen Director's Cut wahrscheinlich von irgendwann. Also ich denke, es wird einen zweiten Teil geben, weil am Ende sieht man schon, wie Shredder, also das soll Shredder sein, der gerufen wird. Also wird es da schon was ach, der noch ist was gar nicht geben, zu sehen. Ja. Der Shredder kommt gar nicht vor in dem ersten Teil. Also in diesem ganz, ganz am Ende sieht man den Anruf und dann sieht man so den Schatten. Das ist, wer soll das sonst sein? Also ich würde mich stark täuschen, wenn das jetzt nicht Shredder wäre, den man da holt. Wobei ich mich frage, Bebop und Rocksteady sind da, helfen den Turtles, das geht ja gar nicht, irgendwie so. Wie schafft es denn Shredder, die auf die Seite zu kriegen? Das sehen so, sie in Teil 2. Ja. Da wird schon so ein bisschen meine und schon ist der ganze Stream Turtle-Diskussion geworden. Eieieiei. Ja, aber der Toy Tenner hat die Hand gehoben, ich glaube, er hat eine Frage. Nee, ich bin ganz kurz mal weg, ich muss mal die Katze füttern, sonst macht die hier gleich einen richtigen Aufstand. So. Okay, alles gut. In der Zeit begrüße ich mal den Filmangler. Grüße dich, schön, dass du dabei bist. Gute. Und ich habe den Chat jetzt schon wieder etwas vernachlässigt, muss ich sagen. Sehen wir eigentlich den Chat hier nicht? Doch, du musst auf Kommentare oben klicken, dann siehst du ihn. Ah. Das ist standardmäßig auf privater Chat und du kannst auf Kommentare drücken. Also im privaten Chat könnte ich jetzt schreiben, Sabine, es reicht jetzt mit den Turtles. Wo ist das? Ach, deswegen klingt das hier alles so. Nein, alles gut. Also wir hatten jetzt die Highlights für uns im Bereich Toys 2023. Wer meine Highlights wissen möchte, der guckt gefälligst mein Video, was ich gemacht habe. Ich sage da jetzt nichts zu. Nein, Quatsch. Für mich war es halt auf jeden Fall auf der Toyplosion der Sylvester Stallone als Over-the-Top-Figur. Ja, den habe ich ja schon jetzt mehr als einmal in die Kamera gehalten. Und ja, wie gesagt, ich habe noch zwei Highlights, aber die habe ich, wie gesagt, in meinem Video wirklich, wirklich gezeigt. Und da möchte ich jetzt hier nicht so viel Zeit verlieren. Wir haben ja geplant, wie immer, dass wir so 2 Stunden machen. Das heißt, dass wir so bis um 10 Uhr machen.
Und ich habe noch so eine oder andere Frage, deswegen wollte ich jetzt hier weitergehen. Wir haben jetzt sehr viel über die Toyblosion, glaube ich, gesprochen. Ich hatte hier noch aufgeschrieben, genau, Toyblosion, ja. Ich habe hier noch aufgeschrieben, ob ihr noch aus der, ich nenne es jetzt mal aus der Szene, noch ein Highlight habt, abseits von irgendwelchen Toys letztes Jahr. Ja, gab es für euch irgendwie die Convention, die ihr besonders rausstellt, gab es irgendwie Leute, die ihr kennengelernt habt oder so, dass das für euch noch ein Highlight war, was in dieser Toy-Sammler-Szene für euch positiv war oder passiert ist oder so weiter. Da, ja, Sabine, kannst du anfangen, wenn du schon was hast? Ja, auf der Toyplosion habe ich ja den Shredder gesehen. Das war schon ein großer Highlight für mich. Casey Jones habe ich leider verpasst. Ich habe euch noch ausrufen lassen auf der Toyplosion. Stimmt, genau. Weil ich ein Foto machen wollte, aber ihr wart schon leider weg gewesen. Aber das war schon wie, naja, wie den Papst treffen, vielleicht ist nicht unbedingt, aber wie... Oh. Oder so ganz kurz schon, davor. Ja, so war schon mal ein Highlight, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Okay. Ein krasses Kostüm hier vom Christian Vintage Toybuster. Aber das ist jetzt eine super Überleitung, weil ich ja auch schon die ganze Zeit die Kamera hier reinhalte. Ja. Weil es hat ja nichts mit dem Sammeln zu tun, aber das war jetzt mein erster Cosplay-Auftritt. Da hatte mich der Vintage Toybuster gefragt, ob ich ihn begleiten würde. Er hatte da noch so ein halbes Casey Jones-Kostüm. Ich hatte die Maske, brauchte nur noch eine graue Jogginghose. Den Rest hat er gesponsert. Und dann habe ich ihm da quasi Gesellschaft geleistet, bin da mit ihm gemeinsam über die Toyplosion getingelt. Mhm. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Also ich gehe davon aus, dass wir beide oder vielleicht auch noch mehr Leute da auch bei der nächsten Toyplosion mit irgendeinem Kostüm hoffentlich dann ja die Leute begeistern können. Weil es kamen schon sehr viele, die ein Foto machen wollten und nicht nur Kinder, sondern auch wieder Erwachsene. Ja, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich wollte ein Foto machen. Die nächste Toyplosion kommt. Der Christian, der hat ja auch noch, wenn ich das recht, also Vintage Toybuster heißt er, der hat auch einen Instagram-Kanal, meine ich. Ich weiß nicht, ob er einen YouTube-Kanal hat, aber Instagram hat er auf jeden Fall. Mhm. Auf Facebook ist er. Hat er auch, glaube ich, ein Spawn-Cosplay, meine ich. Hat er auch. Und das sieht auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch liege, das sieht auch richtig, richtig gut aus. Aber bekannt ist er für Ghostbusters. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ja. Das ist ja so sein Steckenpferd und da hat er ja auch die volle Montur, die volle Ausstattung. Mhm. Also richtig cooler Typ, also habe ich auch mit, ich habe mit ihm ein Foto gemacht als Shredder, ja, ich als Nicht-Turtles-Fan, war sehr schön, Sabine, muss ich dir sagen, da zähre ich jetzt noch von, nein, alles gut. Wer möchte als nächstes? Das heißt, wir haben noch einen Zolax-Zeitrisser oder einen Toy-Tenner, ich weiß nicht, Toy-Tenner, ob du das mitgekriegt hast. Was war denn die Frage? Ich habe jetzt gerade gefragt nach einem Highlight für 2023 nochmal, abseits von irgendwelchen Toys. Das heißt, ist ein besonderes Erlebnis jetzt, wir haben jetzt sehr viel über die Toyplosion zum Beispiel gesprochen, irgendwas bei dir in Erinnerung geblieben, was du 2023 in deinem Hobby oder rund ums Hobby halt besonders ja, hervorheben kannst oder willst oder möchtest oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall. Die ganze Fahrt hin und den Abend vor der Toyplosion. Also ein guter Freund von mir, mittlerweile ein guter Freund, den ich auch nur über Sammeln kennengelernt habe, hat bei mir übernachtet vor der Toyplosion, weil der Weg für ihn sonst zu weit gewesen wäre. Wir haben hier natürlich einen schönen Abend verbracht, haben viel gequatscht, sind dann zusammen zur Toyplosion gefahren, haben den ganzen Tag verbracht. Meine Freundin war auch dabei, was ich auch mega gut fand, dass sie mich da auch so unterstützt und auch mitfährt, obwohl sie da eigentlich ja gar kein Interesse dran hat. Und wo wir dann wieder hier waren, nach einem sehr anstrengenden Tag, haben wir denn hier noch bis um, ich weiß nicht, 2 Uhr nachts haben wir denn hier gesessen, haben uns unsere Funde gegenseitig gezeigt, haben darüber philosophiert, was man noch hätte alles kaufen können. Die Toyplosion an sich natürlich auch die ganzen Leute zu treffen. Also die meisten Leute kennt man ja nur jetzt so, wie wir jetzt hier über die Kamera. Hm. Also Soda Agmate zum Beispiel, mit denen ich davor ja auch schon ein bisschen Kontakt hatte, da mal zu treffen und mein ja, ein Wort Angesicht zu Angesicht zu wechseln, das war schon cool. Also das alles drumherum war schon ein sehr geiles Wochenende, muss ich sagen. Ja, okay, sehr schön. Also kann ich eigentlich fast so unterschreiben. Aber bevor ich sage, habe ich natürlich meinen Gast noch Vortritt und das ist der Zodax Zeitresort. Magst du auch noch deinen... Ja, das passt gut. Ich höre nämlich gerade tatsächlich auch was.
Du hörst, ach so, ja, dann schnell aber jetzt bitte, bevor es wieder nachlässt. Du bist ja nicht mehr der Jüngste. Ja, also die Toyplosion war auch ganz klar für mich ein Highlight, weil ich eben auch als Händler unterwegs war, was ich das erste Mal gemacht habe in der Form und was mega viel Spaß gebracht hat. Und ich bin in diesem Jahr ungewöhnlich viel in Deutschland rumgereist. Ich glaube, so in 5 verschiedenen Großstädten war ich unterwegs und eine davon war Düsseldorf. Und das war auf jeden Fall ein weiteres Highlight von mir, der Besuch bei Olli von Steinedorf. Also es hat wirklich mega Spaß gebracht, da mal hinter die Kulissen zu schauen. Und der Olli ist ein herzensguter Mensch. Also es ist wahnsinnig, wie nett dieser Mann ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Ihr seid alle nett, ne? Aber der Olli, das ist schon, der ist schwer zu toppen. Super herzlich. Und es war einfach richtig cool, da in diesem richtig vollgestopften kleinen Laden da rumzustöbern. Also das war auf jeden Fall auch eins meiner Highlights, muss ich ganz klar sagen. Und noch ein drittes Highlight ist auf jeden Fall, ich generalisiere das mal ein wenig, die vielen neuen Leute, die man wieder kennengelernt hat. Also jedes Jahr lernt man neue Leute kennen aus dem Hobbybereich und immer sind wieder tolle Kontakte dabei. Jetzt ganz frisch habe ich den Philipp kennengelernt, auch ein mega netter Sammler und Customizer, der so super tolle 3D-Drucke erstellt und auch bemalt. Und der hat mir hier zum Beispiel diese richtig, richtig schicke Frightzone-Schlange gedruckt und bemalt. Und ich finde, die ist absolut genial geworden. Und nicht nur, dass er es eben drauf hat, er ist auch ein super, super netter Kerl. Ist auch bei Instagram, macht da ganz lustige Sachen, hat jetzt auch so kleine Alf-Köpfe gedruckt, die man auf die Origins-Figuren stecken kann. Frank, ich habe dir auch, glaube ich, einen Ausschnitt geschickt oder ein Foto geschickt. Natürlich hast du das. Da mir der Name gerade nicht einfällt, wie er heißt. Ja, genau, dieser Alfkopf, den fand ich auch sehr, sehr witzig. Genau, Zeitdesign. Nur ein bisschen abgekürzt. Genau, ja. Absolut. Absolut netter Kollege und ja, macht wirklich tolle Sachen. Und kann man bei den Fries dann halt auch was reinstecken? So kann man da was reinstecken, die Hand Highlights oder was anderes? Nochmal? Kannst du in die Frightzone-Drachen auch was reinstecken? Also die Hand meine ich jetzt. Meine Hand ist genau wie bei der Originalpuppe ein bisschen klein dafür. Ein bisschen groß dafür meine ich. Aber wenn, also ich dachte mal, Teute würde reinkommen wahrscheinlich. Bei mir ist ganz komplett. Komplett. Hochkant. Er kann da wohnen, er kann da drin wohnen. Aber das ist tatsächlich so ausgerichtet, dass man es in die Öffnung bei der Frightzone reinschieben kann. Also es sollte reinpassen. Ich habe es allerdings noch nicht probiert, weil das ist eben kein Gummi, sondern das ist dieses das Druckmaterial, sag ich mal. Das ist sehr schön. Sowas. Krass, krass. Also da hat es dann auch bemalt. Sieht wirklich gut aus. Ja, das ist eben das Besondere. Ne? Also der hat jetzt diese Form nicht entworfen, die gab es schon, aber er hat das eben sehr qualitativ hochwertig gedruckt, weil manchmal hat man in diesen 3D-Drucken ja auch so Linien drin oder so Blasen oder so. Das ist hier wirklich überhaupt nicht der Fall. Das ist super Qualität. Und dann hat er es eben noch so richtig schön angemalt, was ich auch nicht hinkriegen würde, bin ich ganz ehrlich, in der Form. Ich habe eine Frage dazu zum Druck. Hast du den kleinen, putzigen Orko schon bemalt? Nein, habe ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mich an so kleine Figuren zum Bemalen rantraue. Ich finde, das sieht auch so ganz nett aus in seinem Grau-Silber. Der Zeittresor hat nämlich so einen kleinen, falls ihr das Video gesehen habt, das Wichtelvideo, einen kleinen Orko von mir bekommen. Und der ist aber grau, der muss auch noch bemalt werden. Und da dachte ich mir, ich lasse bekommen. So ich wollte gerade sagen, halbfertiges Geschenk war das ja wohl dann. Ja. DIY, was wir neu getrennt. Damit er sich kreativ austoben kann. Ach so. Okay. Bei mir wäre es grün geworden. Dann dachte ich mir, komm. Natürlich. Okay. Ja, sehr schön. Was ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Highlights abseits von irgendwelchen Toy-Funden und so weiter war auf jeden Fall die Toyplosion generell. Also allein das Event selbst halt, ja, war gigantisch. Das
mit allem drum und dran, also von der Abwicklung her, von den Leuten, die man da getroffen hat und so weiter, das war halt wirklich schwer zu toppen, finde ich. Also, ich meine, sie haben die Latte sehr, sehr hoch gesetzt für dieses ja. Jahr, finde ich. Und das ist jetzt auch ganz blöd gesagt und ich möchte mich auch bei keinem einschleimen oder sowas, aber unsere Wichtelaktion hat mir super, super gut gefallen. Zum einen, wie aus dieser Schnapsidee, sage ich mal, einfach die richtigen Leute zusammengekommen sind. Ja, also jeder hat so irgendwie jemanden in den Ring geworfen und ich finde das schon die Vorgespräche, wie wir das halt, ich sage jetzt mal, geplant haben, wie wir das abwickeln wollen und so weiter, waren total super. Ich meine, Toy Tenner, ich habe dich vorher auch nicht wirklich gekannt, ja, von den Videos mal ab und zu. Oder ja, ja. Was hat er gesagt? Ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Schriftlich geben, wenn du möchtest. Ja, auf jeden Fall das und ja, wie das Ganze dann halt ein Selbstläufer geworden ist, sage ich mal, ja. Und ich habe es ja, glaube ich, schon mal in irgendeinem Post geschrieben. Ab und zu werde ich da ein bisschen sentimental, aber ihr seid mir da echt durch dieses Wichteln halt irgendwie so ans Herz gewachsen. Ja, es hat halt wirklich, wirklich Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, dass wir so Aktionen vielleicht, muss nicht unbedingt Wichteln sein, aber dass wir halt so Aktionen öfters machen können. Deswegen wollte ich ja unbedingt mit euch nochmal einen Stream machen, wo wir so viel wie möglich von euch nochmal reinholen, dass wir drüber sprechen können und so weiter. Also das war wirklich für mich so, ja, die Toyplosion und das Wichteln mit euch zusammen wirklich das Highlight 2023 aus dieser Sammlersicht, sage ich einfach mal. Ja, das war es auch. Und es ist ein schöner Abschluss, dass wir jetzt hinbekommen haben. Ich glaube, bis auf den Jan sind wir auch jetzt vollzählig heute gewesen. Aber der gute genau. Jan, so wie ich das mitbekommen habe. Und von daher, coole Sache ja. war das auf alle Fälle. Hätte ich ja. auch nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Und besonders dein Geschenk, Frank, ohne jetzt mich bei dir einschleimen zu wollen, hat mich echt geflasht. Hat mich total geflasht. Ja. Da war einfach nur geiler Shit dabei. Und so stelle ich mir Schrottwichteln vor. Genau, richtig, oder? Ja. Ich habe auch das meine zwei Foot Soldiers vom. Ich komme mit dieser, das ist so spiegelverkehrt. Ich würde es einfach vors Gesicht halten, das geht immer. Also okay. So mache ich den mittlerweile. Genau. Die habe ich ja bei mir im Wichteln gehabt, die fand ich irgendwie voll cool und ich hatte die noch gar nicht. Glaubt man gar nicht, aber ich habe die noch nicht gehabt. Kann ich echt nicht glauben. Okay. Konnte ich auch nicht glauben. Ich dachte, das ist mir. Hast du die vielleicht doch irgendwo? Nein, hatte ich nicht. Finde ich ja, so einen geilen Kram findet man halt nur auf dem Flohmarkt. Richtig. So ist das. Cool. Vor allem gleich zwei Stück. Perfekt. Wahnsinn. Ja. Ja, genau. Und hier nochmal Geschenk ein paar Kurs bei Zodaks Frau machen. Aber ja, die einzelnen Sachen in Bubblefolie einwickeln, das habe ich gemacht, aber das drumherum, das würde ich so nicht hinkriegen. Ja, ich habe mir auch sehr schwer getan. Also das war schon mit Schweiß und allem, wie ich das Zeug eingepackt habe. Also das war, ich glaube, das Beste, was ich jemals hingekriegt habe. Schwer, dass wir das nie wieder so gut hinkriegen. Also, wenn wir es nochmal machen sollten, derjenige, der von mir was bekommt, erwartet nicht nochmal sowas, muss ich sagen. Das kriege ich nie nochmal ein zweites Mal hin. Also ich muss mich da mal im Outen und nochmal auch bei meiner Freundin bedanken. Ich habe die Sachen leider nicht selber eingepackt. Sonst hätte es nämlich ausgesehen, als wenn ich die mit den Füßen eingepackt hätte. Ich habe nur angereicht und habe gesagt, was wie zusammengepackt werden soll. Und das hat meine liebe Freundin gemacht. Vielen Dank da nochmal für. Vielleicht guckt sie ja gerade zu, sie ist nämlich gerade nicht hier. Ich weiß es ja nicht. Ja, wer weiß. Dann, dann hat sie die zwei eingepackt. Die hat das alles eingepackt, ja. Aber ich habe das Geschenkpapier ausgesucht. Immerhin. Ja. Sehr gut. Ich habe mich schon gewundert bei Prinzessin. Klassische Arbeitsteilung. Was? Ja, ich hätte das so nicht hingekriegt. Bei mir hätte das echt nicht gut ausgesehen. Ja, aber... Hat ja alles geklappt. Ja? Ich meine, ich habe jetzt nochmal hier die Frage, oder doch eine Frage. Was heißt denn IRL? Aber auf jeden Fall einen Stream auf dem Flohmarkt. Ich glaube, das wird schwer, da wir alle wirklich doch deutschlandmäßig recht verteilt sind, größtenteils. Oder ich dass jeder auf dem Flohmarkt steht und dann... Für live.
Wenn dann wahrscheinlich auf der Typlotion, wo jeder sein wird, ist wahrscheinlich realistischer. Und was machen wir dann? Gemeinsam rumlaufen und Sachen einkaufen, oder wie? Du bezahlst meine Einkäufe. Ich wollte gerade sagen, ich laufe nicht mit euch rum. Ich will erst alleine drüber laufen, sonst schnappt ihr mir noch was weg. Nee. Nein, alles gut. Aber Livestream verstehe ich jetzt, dass wir dann wirklich dann live von dort aus, dann brauche ich mir eine stabile Internetleitung, dann auch mal berichten. So habe ich die Frage jetzt verstanden, weil was ist denn sonst ein Stream? Weil man kann ja auf Facebook irgendwie auch live gehen, ne? Also irgendwie. Ja, aber auch da brauchst du ja relativ hohen, ne, stabile Leitung oder hohes Datenvolumen oder was auch immer. Ja. So ein kurzes Video sicherlich, aber ein längeres Video über, was weiß ich, eine Stunde und so, das wird schwierig. Aber who knows? Ach, der Mario kriegt das bestimmt hin. Der Mario kriegt das bestimmt hin, ja. Und ich bin einfach zu alt für den Scheiß, würde Roger Murtaugh jetzt sagen bei Lethal Weapon. In real life, ja, da kommt doch keiner drauf. Also nicht in meinem Alter zumindest. Vor allem ist man voll abgelenkt. Bis ich dann gemerkt habe, hey, ich wollte mal 2, 3 Fotos machen. Da war der Tag schon fast rum, weil man ständig hier irgendwo was sich angeguckt hat, hier was angeguckt hat. Man ist schon die dritte Runde rumgelaufen. Und irgendwann habe ich gedacht, huch, ich sollte vielleicht mal 1, 2 Fotos machen. Weil man so von so vielen Figuren einfach geblendet war. Das war wie so ein Fiebertraum. Ne? Das war ein Fiebertraum, dann war es schon vorbei. Und richtig. Ja, deswegen machen wir auch so. 2 Tage. Ne? Deswegen machen sie jetzt auch 2 Tage, aber auch das wird ruckzuck rum sein, machen wir uns nichts vor. Ja. Das wird ganz, ganz schnell rum sein. Ja. Und ich habe auch die ersten Fotos, die ich gemacht habe, war schon zweimal im Auto und habe Zeug reingeschleppt, so ungefähr, weil ich habe das total vergessen gehabt. Ich war so geflasht, ein Stand besser wie der andere, so gefühlt. Ja, und aus dem Gucken nicht mehr rausgekommen. Also das wird richtig gut werden. Hoffentlich, wenn es jetzt über 2 Tage geht. Ich bin schon fleißig am Sparen. Und ich blende es nochmal ganz kurz ein. Ich will ja hier keine Werbung machen, außer Petendos Überweisung verdoppelt sich jetzt nochmal. Aber mach doch ruhig Werbung. Also ich fand am geilsten, wenn wir nochmal kurz drüber sprechen wollen, diesen Stand von den Italienern, Toy Haven oder Heaven. Toy Heaven, genau, richtig. Also die hatten ja in Stichwort Diversity den geilsten Shit, ne? Von Thundercats, Madball, was man auch sehen sieht. Irgendwo mega. Auch noch denen ihre Karte liegen. Ich habe mir tatsächlich, guck doch mal hier. Ich habe mir tatsächlich bei denen was gekauft, was ich nie. Da sind sie. Ja, cool. Toy Heaven haben wir, aber nicht gerade auf der Facebook-Seite. Die haben irgendwie keinen Online-Shop, haben sie gesagt. Aber die sind auf Facebook unter Unicosantone. Irgendwie Bettmann. Drin. Genau. Hat ich schon mal auf der Pizza. Genau. Und was ich mir bei denen tatsächlich geholt habe, ist, weil ich habe gedacht, ich lese nicht richtig und ich höre nicht richtig, ist von Marte, jetzt pass auf, von New Adventure, He-Man, den Shuttle Pod in OVP. Also ein kleines Fahrzeug. Das kenn ich sogar. New Adventure, wie gesagt, finde ich auch nicht so geil, aber ich finde die Verpackung halt sau cool, die Designs. Und das Ding hat MISP 50 Euro gekostet bei denen. Und das war, ich habe gedacht, ja, das ist bestimmt verschrieben. Ich habe den extra gefragt. Dann sagt er, nee, 50 Euro. Dann habe ich sofort mitgenommen. Weil das fand ich echt ein Schnäppchen. Ja, der kostet eigentlich das Doppelte oder noch mehr. Wenn auch in dem Zustand, also der Karton war wie geleckt, da war nichts dran. Und ansonsten haben die halt auch richtig geiles Zeug gehabt, wie du schon gesagt hast. Ja, also alles querbeet halt auch. Ja, die haben ja Lego gehabt und Bravestar-Zeug auch ganz viel, Big Jim-Sachen und so weiter. Also richtig, richtig krass. Die habe ich aber bisher, glaube ich, nicht gelesen, weil irgendwo gab es auf Facebook, auf der Toyblosion-Seite, glaube ich, so, oder war das auf der Toyblosion-Webseite, welche Händler bisher alle angemeldet sind. Und da habe ich die nicht gefunden, zumindest. Oh, schade. Vielleicht kommen die ja noch so als Überraschung. Das wäre cool. Marte, helf mir mal kurz auf die Sprünge. Das war der Stand, wo der OVP Thundercats Tank stand, wo wir oben auf der Tribüne standen, wo du die ganze Zeit noch runtergeguckt hast, ne? Oder, ja, also die hatten was von Thundercats, aber das war so eine Carrera-Rennbahn. Carrera-Bahn, stimmt. Und in meinem Pocket hatten sie die Pyramide und sie hatten das Boulder Hill von Mask, also die und Madballs auf Karte, was man selten sieht, die hatten wirklich den exklusiven Shit. Die anderen Stände waren auch alle geil. Von Thundercats war doch diese Autorennbahn, ne? Ja, genau. Carrera-Bahn, dachte ich eigentlich. Genau, Carrera-Bahn. Jetzt weiß ich wieder, welchen du stand. Ja. Der war echt krass.
Der war auch der relativ war richtig zentral, der war relativ mittig. Genau. Gut. Genau, gut, der war richtig cool. Kam man nicht dran vorbei. Aber ich habe da komischerweise nichts gekauft. Da habe ich Brutus the Barber Beefcake gekauft. Das ist was, was zu essen, oder was? Das ist eine Wrestling-Figur. Ach so. Nein, der Mann mit der sagen, die haben noch gar nichts zu essen angeboten. Ja, okay. hier nochmal eine Frage. Ja. Wenn das Budget keine Rolle spielt, geht ihr lieber auf eine Convention, also Börse, oder auf einen Flohmarkt? Flohmarkt, Börse. Auf dem Flohmarkt muss man halt Glück haben und suchen. Und auf dieser Convention oder Con, also so geht es mir, weiß man gezielt, da werde ich fündig sozusagen. Aber auf dem Flohmarkt ist es meistens so eine Jagd und Suche. Man kann Glück haben und was finden und meistens eher weniger. Und das macht bei mir so ein bisschen den Reiz. Also ich liebe Flohmarkt, weil dieses Suchen und Finden, das ist so wie Jäger und Sammler, so früher in der Steinzeit, so ja, mit der Keule auf dem Kopf und dann ab in die Höhle mit dir. Das macht so bei mir so ein bisschen den Reiz aus und ich bin auch gar nicht böse, wenn ich halt auf dem Flohmarkt nichts finde. Ja, aber einfach dieses Wühlen und so finde ich halt total toll. Oder wenn man da was sieht, auf einer Börse, wie du schon sagst, oder auf der Toyblosion, da rechne ich jetzt einfach damit, dass ich da halt wieder einen Kofferraum voll mit Zeug mit nach Hause gehe und wieder einen Batzen Geld da lasse, sage ich mal. Ja, das ist zwar toll, das ist zwar klasse, dass du deine Sammlung ergänzen kannst oder sowas, aber dieses Jagengefühl habe ich halt eigentlich nur auf dem Flohmarkt. So geht's mir halt. Ihr seid halt verwöhnt, weil immer, wenn ich eure Videos sehe, denke ich mir so, was sind das für Flohmärkte? Wo gibt's die? Weil bei mir hier im Offenbach-Frankfurter Raum, wenn ich da auf Flohmärkte gehe, ich war jetzt zufällig am Samstag ein, weil der gerade zufällig in der Nähe war, wo wir ein Restaurant besucht hatten, da ist nur asoziales Pack. Die haben die Sachen aus dem Altkleidercontainer irgendwie aufgebrochen, schmeißen die auf eine Decke und das ist deren Stand, ja. Das ist so die Ware, die dort angeboten wird, okay, mit anderem Müll. Also da ist weder Vintage-Toys noch anderes brauchbares Material. Das ist wirklich unterstes Niveau Schublade. Aber ganz fährst schlimm. Du auch mal ein bisschen weiter? Also nee. Ich würd jetzt sagen, also jetzt ohne jetzt irgendwie was zu unterstellen, ich würde sagen, das ist Offenbach. Aber es ist ja, ja ich, genau, aber Frankfurt ist ja mittlerweile genauso, ja. Aber ja. Was du mal machen kannst, ist, wenn du mal Bock hast, wie gesagt, es ist ja nicht so weit, in Gießen. Ja, in Gießen. Ja, das ist, aber das kann man ja mal verbinden mit mal, man trifft sich mal oder keine Ahnung was, und da fährt man mal hin. Da ist einmal der erste Sonntag im Monat ist in Gießen, in den Hessenhallen, das ist so ein Messegelände, ist da der größte Hallenflohmarkt Deutschlands. Der ist das ganze Jahr durch immer der erste Sonntag im Monat. Und der macht dann wann auf? Der macht um 8 Uhr auf. Da musst du auch Eintritt bezahlen. Der kostet 3 Euro Eintritt, glaube ich, ja, so, ja. Also auf so einem Dingsgelände, der ist halt auch dadurch, dass es halt in Hallen ist, halt da ist draußen ein Freigelände ist da und dann hast du auch Stände in der Halle. Da ist halt auch im Winter immer was los, weil die Leute dann halt alle in der Halle sind, logischerweise. Und da findest du halt immer was. Da habe ich schon so viele, da habe ich Bravestar-Zeug gefunden und keine Ahnung was halt, ja. Krass. Also, krass. Also da ist wirklich, das ist so mit mein liebster Flohmarkt, mit noch einem Geheimen, den ich jetzt hier nicht nenne. Alles so hier in der Region, ja, das ist schon cool. Und was ich dieses Jahr wirklich lieben gelernt habe, sind wirklich die Dorfflohmärkte. Mhm. Also da war ich vorher noch nie gewesen, weil ich, die werden auch hier irgendwie nie großartig angekündigt. Das habe ich durch Zufall gesehen. Da waren wir mal auf zwei Stück, glaube ich, auf einem auf jeden Fall. Ich glaube auf zwei Stück dieses Jahr, letztes Jahr. Das war so geiles Zeug. Die Leute, die Verkäufer sind ganz anders drauf wie auf dem Flohmarkt. Ja, auf dem normalen, weil die stehen halt bei sich vorm Haus. Ja, die packen ihr Zeug da raus. Die gehen dann auch mal ins Haus rein und sagen, oh, ich habe da noch irgendwas oben im Keller, oben auf dem Dachboden, warte mal kurz. Ja, da habe ich so viel tolles Zeug gefunden, was preislich richtig, richtig klasse war. Also diese Dorfflohmärkte haben es mir echt angetan. Aber wie machst du das dann? Fährst du da auf gut Glück durch das Dorf oder...
Mit so einer Klingel. Habt ihr was zu verkaufen für den Flohmarkt? Ja, wenn die nicht angekündigt sind, fährt man, sagt man dann einfach so sonntagmorgens, ich fahre jetzt mal durch die Dörfer ab oder. Nee, ich habe nicht wirklich irgendwie eine Online-Seite gefunden, wo halt Dorfflohmärkte angekündigt werden. Aber wenn man halt hier so in der Gegend ein bisschen rumfährt, sei es halt, was zum Einkaufen oder wenn ich mal zu Seatoys fahre, ja, ist ja auch so 30, 40 Kilometer von mir. Und ich fahre halt eigentlich nur durch so kleine Ortschaften, durch so kleine Käfer, ja, und dann hängen halt oftmals an den Straßenlaternen irgendwie so Schilder. Okay. Ja, und da steht dann da drauf, Dorfflohmarkt im Nachbarort oder irgendwie sowas halt in 2 Wochen und so. Sonst habe ich das noch nie irgendwo wissentlich gesehen. Immer nur durch Zufall und dann ja, dann legst du eine scharfe Vollbremsung hin, wenn du so ein Schild siehst, ne? Ja, genau. Wir sind einmal aus Gießen zurückgekommen. Wir waren auf diesem besagten Sonntagsflohmarkt, sind dann zurückgekommen, wollten zu mir nach Hause und während wir der vorletzte Ort, bevor wir zu mir gekommen sind, sind wir durchgefahren und auf einmal haben wir lauter Stände an den Straßen gesehen. Da hatten die an dem Tag halt Dorfflohmarkt gehabt. Nicht gewusst, das Auto in dem Ort abgestellt und die komplette Straße hoch und runter gelaufen und noch Zeug eingekauft. Also das ist immer so, keine Ahnung. Sowas nicht gesehen, aber der in Viernheim ist ja gut. Der ist auch so überdacht, der ist auf 3 Stockwerken und beim Rhein-Neckar-Zentrum. Den fand ich ganz gut, muss ich sagen. Viernheim, das ist beim Mannheim, oder? Müsste das sein? Ja, genau, beim Rhein-Neckar-Zentrum. Hm. Also den kann ich schon empfehlen, aber der Rest hier in der Umgebung, da hast du so 3, 4, 5 Stände, wo die dann alle denselben Kram haben, von Ali irgendwo bestellt, Express oder was weiß ich. Und das ist halt, und wenn ich auf 3, 4, 5 Flohmärkten morgens rumlaufe und gar nichts finde, da vergeht mir dann das Jagen. Da denke ich mir auch so, nee, lass mal. Ich bin froh, dass es eBay gibt, weil das kleine Glück hat im Chat gefragt, wie wichtig ist eBay. Das ist für mich die Hauptbezugsquelle. Ohne das wären die Vitrinen hinter mir quasi leer. Ich habe halt nicht das Glück, dass hier ein geiler Flohmarkt ist oder ein geiler Shop wie von Seatoys. Kuschelmuschel muss ich ja auch eine Dreiviertelstunde fahren. Also da ist es für mich am einfachsten, bequemsten, wenn ich mal abends eine halbe Stunde Zeit habe, dann gucke ich mal, surfe ich ein bisschen im Netz und schaue, was gibt es auf den Verkaufsportalen. Nur und eBay oder auch eBay-Kleinanzeigen? Kleinanzeigen, eBay oder Etsy sogar. Etsy habe ich auch schon was bestellt, hin und wieder mal. Also von daher. Und natürlich hast du dann die bekannten Händler wie Seatoys, Strong Vision und hast du gesehen. Ne? Aber tja, das ist so. Ne? Ja. Jeder hier, wie er mag und hier, wie er kann. Martin, was du gerade sagtest, ich wundere mich immer, auf was für Flohmärkte ihr seid. Also du siehst ja nur einen kleinen Ausschnitt. Also wenn ich bei gutem Wetter in der Flohmarktsaison auf den Sonntag losfahre, dann bin ich zum Teil auf 4 bis 6 Flohmärkten nur auf den Sonntag. Und ich fahre auch 2, 2,5 Stunden, wenn der Flohmarkt ergiebig ist. Also das mache ich natürlich nicht jede Woche, ganz klar. Aber du siehst halt auch immer nur einen kleinen Ausschnitt in den Videos, weil logisch, ich brauche ja nicht irgendeinen Scheiß zu zeigen. Aber meistens sind das genau solche Flohmärkte, was du gerade beschrieben hast. Vielleicht sollte ich auch mal sonntagmorgens mal durch unsere Dörfchen fahren. Da kann ich euch nur als Tipp geben, es gibt auch diverse Seiten oder vielleicht gibt es das bei euch in der Region auch, WhatsApp-Gruppen. Gibt es zum Beispiel bei uns sowas, alle Leute drauf ansetzen. Also bei mir ist es so, im Freundes-Familienkreis, jeder, der irgendwo nur Flohmarkt liest, macht da sofort ein Foto von und schickt mir das per WhatsApp. Wenn ihr es da Interesse dran habt. Also Facebook-Gruppe an der Bergstraße oder sowas, meine ich, sowas gibt's auch. Aber man kann ja auch Kleinanzeigen durchstöbern nach Leuten, die was verschenken. Ne? Der Retro-Krempel, der Marco hat aber einen geilen Fund gemacht. Da hat jemand Disney-Limit-Hefte verschenkt, weil er nicht wusste, dass die wahrscheinlich einen Wert haben. Mhm. Und dann hat er die so einen Stoß abgeholt und da waren noch diese Trading-Cards, die Sammelkarten noch alle drin, ne? Zum Teil. Ne? Das ist ja Gold, das ist ja ein kleiner Schatz. Ja. Ja. Und sowas für Umme, nur dass du es halt selber abholen musst. Ne? Aber, ja, das kann man ja dann auch mal machen. Also ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an geiles Zeug zu kommen. Man muss nicht mehr dafür Geld bezahlen, würde ich damit sagen. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Kann auch mal Glück haben. Genau, richtig. Ich meine, ich hatte auch auf einem der letzten, auf einem der letzten Flohmärkte hatte ich auch, man sieht halt, wenn man halt regelmäßig auf Flohmärkte geht, dann sieht man ja schon am Verkäufer, ist das ein Händler, ist das
was ist das für eine Art von Typ oder sowas halt, ja. Und ich gehe am liebsten halt an so Stände, wo wirklich, das hört sich jetzt auch wieder blöd an, aber wo wirklich so ein älteres Ehepaar oder eine ältere Frau oder ein Mann oder sowas sind, wo man halt genau weiß. Das hört sich blöd an, nee. Halt wirklich, wo man halt wirklich weiß, die haben den Dachboden leergeräumt von dem Spielzeug ihrer Kinder oder die haben den Keller aufgeräumt und sowas halt, ja. Und da hatte ich halt auch bei so einem Pärchen, bei so einem alten, älteren Pärchen, so einen Stapel Comics wirklich gehabt. Da waren von diese großen Bastei-Hefte waren das. Da waren die Real Ghostbusters dabei, 10 Stück. Da war die Graf Dacula-Hefte dabei und sowas. Das hat alles, wenn du auf eBay guckst, ja, und die werden da wirklich verkauft, Stück für 5 Euro oder mehr. Ja, ich habe diesen ganzen Stapel, glaube ich, für 5 Euro mitgenommen bei denen. Weil die einfach nur, ja, weil die einfach nur loswerden wollten, ja. Da kannst du halt dann wirklich noch, ich sag jetzt mal, Schnäppchen machen. Wenn es halt so ein Händler ist oder sowas halt, ja, dann habe ich da auch eigentlich schon teilweise gar keinen Bock hinzugehen oder überhaupt nach dem Preis zu fragen. Ja, das mache ich auch sehr oft, dass da laufe ich bei den manchen, laufe ich einfach dran vorbei, weil ich genau sehe, was sie da für einen Stand haben und dann frage ich da erst gar nicht nach. Ich finde auch, die eigentliche Frage war ja, glaube ich, Börse oder Flohmarkt. Ich finde, das ist auch beides, ja. Das ist auch beides nicht miteinander vergleichbar, also für mich jedenfalls nicht. Also wenn ich zu einer Börse gehe, wie ja, Toyplosion kann ich mal nur noch als Beispiel nehmen. Da weiß ich ungefähr, was da auf mich zukommt. Ich weiß, der Tisch liegt voller geilen Kram. Das kostet sein Geld. Hm. Ich treffe da Leute. Da geht es auch hauptsächlich um die Community so ein bisschen, mit Leuten zu quatschen, sich gegenseitig irgendwie vielleicht auch Sachen zu zeigen. Hier, da und guck mal hier und guck mal da. Und auf dem Flohmarkt geht es halt reinweg darum, loszufahren und zu gucken, was passiert. Und dieses, wie du vorhin ja auch schon richtig gesagt hast, dieses Jagen an sich, finde ich was, finde ich nichts, was finde ich, das macht auch Spaß. Also ich habe mir jetzt in der letzten Zeit auch angewöhnt, ich bin jetzt auch mit einem Kollegen zusammen unterwegs manchmal, wenn er Zeit hat. Und wenn man dann zu zweit unterwegs ist, das macht so viel Spaß. Mhm. Deswegen ist das für mich nicht unbedingt vergleichbar. Also klar, wenn das Budget keine Rolle spielt, fahre ich gerne zur Börse. Kein Problem, bin ich dabei. Aber ich würde Flohmärkte auch nicht missen wollen. Definitiv nicht. Ja, genau. Stefan, hast du schon geantwortet gehabt? Börse oder Flohmarkt? Ich glaube, Flohmarkt ist nichts für dich, bitte? Oder? Ich sag, dein Kommentar zu Börse oder Flohmarkt? Also ich habe ja ein bisschen habe ich ja vom Toy Tender so das Flohmarktfieber aufgenommen, kurzzeitig. Ich war auch auf ein paar Flohmärkten, habe auch ein bisschen was gefunden, aber in Hamburg ist es halt auch super schwer, weil die meisten Leute, die Sachen anbieten, die uns interessieren, die sind in unserem Alter, die sind internetaffin, die wissen, dass die Sachen teuer sind. Und da, ich glaube, in Großstädten ist es noch mal schwieriger, irgendwie da Schnäppchen zu machen. Also ich habe hin und wieder mal was gefunden. Bei mir ist allerdings auch das große Problem mit dem Zustand. Und ich mag... Ich kenne mich ja, ich bin dann immer versucht, so Frustkäufe zu machen. Also ich kaufe es nicht, weil ich es unbedingt haben muss, sondern weil es da eben auf dem Flohmarkt dann gerade günstig ist, obwohl es vielleicht entweder was ist, was ich nicht unbedingt für meine Sammlung bräuchte, in Anführungsstrichen, oder ob es der Zustand auch nicht so passt. Und ich weiß das vom Teuter auch, der sagt auch manchmal, dass er so Frustkäufe macht, wenn er sonst nichts findet. Und davor will ich mich so ein bisschen in Acht nehmen. Und wie gesagt, ich finde halt meistens die Zustände nicht, die ich suche. Und deswegen bin ich da auch eher dann der Börsenfreund. Und früh aufstehen liegt mir eigentlich auch nicht so. Da dann lieber nur 4-mal im Jahr für Börsen früh aufstehen, als jedes Wochenende für den Flohmarkt. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ja, gut, je weniger auf den Flohmarkt gehen, desto mehr für mich da. Ja, nee, alles gut. Also ich verstehe es. Also mein Flohmarkt hat tatsächlich vor, also ich glaube, das vergangene Jahr war wirklich das beste Flohmarktjahr für mich. Und ich gehe ja auch erst wieder seit 2017, glaube ich, wirklich regelmäßig wieder auf den Flohmarkt. Und es, die Ausbeute letztes Jahr war halt wirklich richtig enorm. Also ich weiß nicht warum, aber das war das erfolgreichste Jahr mit den Sachen, die ich gefunden habe. Also echt krass. Ja, von daher werde ich dieses Jahr aber da weitermachen. Ich würde sagen, bei dir ist das ja auch so, dass dein Sammelgebiet so breit gefächert ist, dass du da auch schneller was findest. Also ich glaube, bei
Ich glaube, gerade bei Marte und mir ist das Sammelgebiet doch ein bisschen eingeschränkter, dass man auch generell nicht so schnell was finden würde. Also ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ne, dass man dann Ja. eher so ein bisschen frustriert ist. Klar, das kann durchaus sein. Und ich lege auch jetzt nicht wirklich 100% Wert, dass ich auf dem Flohmarkt wirklich irgendwie eine MINT-Figur oder was weiß ich was finde, weil das finde ich utopisch, dass das wird zu fast 100% nicht passieren. Aber ich sehe es halt auf dem Flohmarkt immer so, wenn ich da was sehe, ich kann das einfach nicht liegen lassen. Ich weiß, das Ding ist aus den 70ern, das Ding ist aus den 80ern, sei es ein Comic, sei es eine Figur, sei es irgendein Merchandise-Teil oder so. Ich denke mir, ich habe da so dieses Retter-Syndrom. Ich muss das mitnehmen, bevor es jemand halt irgendwie dann nicht verkauft und dann nachher in die Tonne schmeißt oder so. Und dann ist das Ding für immer weg. Ich möchte es halt einfach bewahren. Ja, da kommen wir natürlich dann zu dem Thema, was passiert mit der Sammlung, wenn du mal nicht mehr bist, aber das ist mir egal. Also ich möchte halt irgendwie den Sachen ein schönes Zuhause geben und ich mache die dann auch alle schön sauber zu Hause und sowas halt. Ja, also ich restauriere die nicht, also ich male die nicht neu an oder klebe dir irgendwas dran oder sowas, aber die meisten, diese ganzen Bully-Schleich und so, diese Figuren aus den 70ern, die ich mir da wirklich immer für ein Appel und ein Ei hole, die teilweise auch schon einen Wert haben, was ich dann immer so sehr, sehr, sehr krass finde, wenn ich da mal so nach den Preisen gucke. Ja, die mache ich wirklich nach dem Flohmarkt ein Ritual. Die kriegen ein Bad, ja, und die werden dann teilweise auch ein bisschen geschrubbt und so weiter. Und das macht mir richtig Spaß. Da komme ich richtig runter bei. Da relaxe ich bei einfach, ja. Und dann nachher. Schrubben und runterkommen. Ich habe Bilder im Kopf. Das ist okay. Ja, okay. Ja, wir sind ja aber schon bei 22 Uhr. Da darf man das doch sagen, hoffentlich. Natürlich, okay. Ja, und das gibt mir irgendwie so ein gutes Gefühl. Ich weiß auch nicht, um das jetzt damit abzuschließen, mit Schrubben runterkommen und gutes Gefühl. Ja, so ist Vielleicht es halt bei mir. können dann meine ganzen Turtles zu dir rüber zum Baden, die ich so auf dem Flohmarkt aufsammle. Ich weiß nicht, da ich ja mit Turtles nicht so habe, werde ich dann mit denen vielleicht nicht so pfleglich umgehen, könnte sein. Dann lieber nicht. Weil die will ich auch nicht retten, die Turtles. Davon Frank gibt es genug wäscht auf auch der mit Welt. jedem. Nicht, dass Ich wir wasche nicht jeden, genau. eine Ich wasche nur meine eigenen. Jetzt bin ich ruhig. So, Waschmaschine und Trockner. Testikeln, du wolltest Neuer Testikeln. Name, Genau. Retro-Retter. Ja, schön. Genau, Retro-Retter, müsste eigentlich Vintage-Retter sein. Aber Richard das ist hört sich recht. alles. Also Vintage-Raune hört sich nicht so gut an, deswegen wurde sie auch Retro-Raune, weil das hört sich besser an wie Vintage-Raune, obwohl das eher zutreffen würde. Aber würdest du dann auch einen Vintage-Turtle retten? Ja, natürlich. Die Frage aller Fragen. Wahrscheinlich ja. Ich muss Also ich würde ganz sagen. ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf den Flohmärkten dieses Jahr gefühlt Hunderte von neuen Turtles gefunden. Also diese komischen Nickelodeon-Turtles, die so abstrakt irgendwie aussehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber das ist so, genau, so Den welche, habe die ich von würde dir ich. geschenkt bekommen. Den hast du mir geschenkt, Frank. Es ist schon länger her, aber genau den siehst du hier, das Abgebrochene, das kann nur von dir sein. Genau, ah, das war auf der, das war nach der vorletzten Los Amigos oder sowas, glaube ich, war das. Ja, genau. Und der ist hier noch in der Vitrine, der Gute. Also von wegen, du hast kein Fable Aber für das ist Turtles. ja. Ja, aber ich rette sie und gebe sie dann Ja, weiter da, genau. wo sie sich wohlfühlen, sage ich mal. Richtig. So muss Ja. sein. Okay. Ja. Kann ich was sagen, oder? Ja, du kannst was sagen. Hallo? Ja. Hallo? Ja, hallo, Ja, hallo, ja okay. Test. Bei den Turtles, da ist ja wirklich auch über die Jahrzehnte immer wieder Kinderspielzeug rausgekommen, sag ich mal, also was wirklich in den Toy-Filialen als Spielzeug hing. Und deswegen glaube ich, findet man das jetzt auch viel auf Flohmärkten, weil das eben genau dann die Sachen sind, wo vor 5 Jahren, 10 Jahren noch die Kinder mitgespielt haben. Und das landet halt jetzt dann viel häufiger auf dem Flohmarkt als das echte gute Vintage-Zeug, denke ich mal. Ne? Gerade diese Nickelodeon-Turtles und so. Ja, ich sag Ja, Vintage-Zeug, Aber wo du das ja. gerade gesagt hast, Ja, Frank. Ja, mach ruhig weiter, Stefan. Wo du das Erstmal. gerade gesagt hast mit dem Saubermachen, das kommt ja bei mir nicht so oft zum Tragen. Ich kaufe selten irgendwie
verschmutzte Sachen. Aber neulich habe ich auch bei Kleinanzeigen einen tollen Fund gemacht und habe gestern mit meinem Ehrenschwager Jörg telefoniert und die erste halbe Stunde des Gesprächs, es war ein langes Gespräch, habe ich den Kollegen hier geputzt und das hatte auch wirklich was Meditatives. Der hatte ganz viele so schwarze Streifen und Anhaftungen. Und die habe ich dann alle schön weggeputzt mit Wattestäbchen und Reinigungsbenzin. Und jetzt sieht der Kollege hier wieder richtig, richtig gut aus mit seinem geilen Action-Feature. Was ja, ich auch sehr, sehr gelungen finde. Das ja, beruhigt. Das war wirklich das macht Spaß. Richtig Spaß. Also mir macht es mehr Spaß. Muss ich auch sagen, es hat mir gut gefallen. Und dadurch werden sie schmutzig. Aber ich hatte noch nie den Drang, die sauber zu machen. Aber so viel, wie du hast, dann legst du einfach zur Seite und nimmst die nächsten sauberen. Der bleibt nicht. Oh Mann. Ja, so, der René hat uns verlassen oder verlässt uns. Ich habe hier den Chat nicht so. Also René, auf jeden Fall, wenn du noch da bist, schön, dass du dabei warst. Und gute Nacht und schönes Wochenende, jawohl. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich werde euch auch bald verlassen, falls ihr plant, hier noch ein bisschen dran zu Ja, gehen. Ich denke halt auch, wir haben die 2 Stunden schon überschritten. Ich würde jetzt einfach noch einen kurzen Abschluss machen, indem ich euch noch eine Frage stelle. Und der Chat kann auch gerne noch mal Fragen stellen, die sie unbedingt fragen wollten und niemals zu fragen gewagt haben bisher. Und zwar Ausblick auf dieses Jahr 2024. Auf was freut ihr euch dieses Jahr besonders? Habt ihr ein Sammlungsziel, was ihr vervollständigen wollt? Habt ihr eine Veranstaltung, wo ihr sagt, das ist mein Highlight, wo ich hin will oder so weiter, oder was kommt komplett anderes. Ja, das wäre so meine Frage an die Runde. Und wer schon eine Antwort hat, darf sich gerne melden, dann nehme ich ihn einfach dran. Ich wollte gerade sagen, warte, war das eine Handheben oder war das... Ja, ja, ja. Okay. Wie fange ich jetzt an? Also ich habe keine Ziele in dem Sinne, dass ich noch die Figur oder das Playset oder sonst was suche. Das wird sich ergeben, denke ich mal. Aber was ich machen will, ich werde dieses Jahr nochmal nach Paris gehen, bevor die Olympischen Sommerspiele beginnen. Und dann möchte ich mal ins Lulubellu. Und ich weiß, die Reise sind gesalzen, aber ich möchte trotzdem mal reingehen, wenn ich schon dort bin, mir angucken, was er so hat. Und sicherlich werde ich auch irgendwas da mitnehmen als Souvenir, als Andenken. Mhm. Aber ansonsten ziele ich eher nicht. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ohne euch jetzt zu verwirren, ich überlege sogar oft mit dem Sammeln aufzuhören. Es ist jetzt kein Ziel, dieses Jahr aufzuhören, aber ich weiß, diese Reise ist endlich. Also das mal nur so als Denkanstoß. Okay. Ja, sehe ich, also kann ich für mich jetzt nicht so unterschreiben. Na klar, irgendwann... Entweder hast du keinen Platz mehr oder du wirst dem überdrüssig. Ich meine, ich war ja auch schon mal kurz davor, alles halt hinzuschmeißen, sage ich mal. Mhm. Aktuell macht es mir halt richtig, richtig, richtig viel Spaß. Aber ich möchte halt auch nicht ausschließen, dass ich halt irgendwann sage, halt hier, die Sammlung, die Sachen, die ich jetzt habe, mit denen bin ich glücklich und ich muss nicht mehr haben. Ja, dadurch, dass ich halt so gut wie nichts Neues sammle, wird mit jedem alten Stück, was ich in meine Sammlung reinhole, quasi eine Sache weniger, die ich suche oder was auch immer, wie man es nennt. Von daher könnte ich mir das auch vorstellen, dass ich irgendwann sage, hier, das reicht, das ist jetzt meine Sammlung, so wie sie ist sie gut und höre damit auf, könnte natürlich auch sein. Zu Lulubellu, ja, die Preise sind echt gesalzen. Wenn ich mir den ihre Homepage angucke oder halt auch auf eBay sind sie, glaube ich, auch. Ja, aber wenn ich mir die Homepage angucke, was mich da so ein bisschen nervt, ist, dass die sehr viele Sachen auf der Homepage haben. Wenn man da draufklickt, steht dann da ausverkauft. Dass die irgendwie die Sachen nicht rausschmeißen, wenn sie verkauft haben. Also ich kann mir den Laden gar nicht vorstellen, wie facettenreich der sein muss, was die alles für querbeet, für geiles Zeug halt da haben. Ja, also da beneide ich dich ein bisschen drum. Wünsche dir aber jetzt schon mal viel Spaß, wenn du da hinfahren solltest. Ja. Ja, und jetzt habe ich schon wieder viel mehr geredet, wie ich wollte. Wer möchte sein 2024er, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach Highlight, vortragen? Hat jemand überhaupt eins? Wenn ihr keine habt, ist ja auch nicht schlimm. Ich kann. Okay. ich habe keins. Also
ganz offen gesagt, ich lasse das einfach irgendwie auf mich zukommen. Und mein Highlight wird mit Sicherheit die Toyplosion wieder werden. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe ein langweiliges Sammlerleben. Ich fahre irgendwie nur zur Toyplosion. Aber das wird wenn es um die Sammlung geht, wahrscheinlich mein Highlight. Außer ich finde jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ganz Krasses auf dem Flohmarkt, was ich aber nicht glaube oder wo ich nicht mit rechne. Deswegen, ich bin da ganz entspannt und auch mit meiner Sammlung, hier steht 80% wirklich vom Flohmarkt in meiner Sammlung und ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Und ja, kurz vor der Toyplosion werde ich dann mir wieder eine Liste machen, wo ich dann gerade Bock drauf habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir wechselt das auch ja monatlich fast, sag ich mal. Dann habe ich mehr Bock auf die Toyline oder jetzt gerade zum Beispiel Lego Piraten. Das ist gerade so mein Ding, wo ich viel nachgucke. Aber das ändert sich dann auch wieder. Und wenn die Toyplosion ist, dann stehen vielleicht die Turtles wieder ganz hoch im Kurs. Dann mache ich mir da eine Liste fertig oder halt irgendwas anderes. Also ich finde, man sollte sich da überhaupt keinen Stress machen, weil sammeln ist, man hat eh nie ein Fullset. So, also von daher, kein Stress machen und ganz locker reinleben. Bei mir ist das ziemlich langweilig, wenn es danach geht. Dito. Ja, ist ja richtig. Also ich glaube, ich hatte es auch in meinem Video gesagt, Ziel für dieses Jahr habe ich einfach mal so angeteasert, ich hätte gerne die ein oder andere Toyline komplett, die ich dieses Jahr oder letztes Jahr wirklich fast zu 99% komplett bekommen habe. Das sind halt meistens, also oder genau das, was du sagst, was der Toytenner sagt, das wechselt halt auch, was man halt, also zumindest bei mir halt auch, was man halt aktuell für einen Fokus hat. Ja, bei mir ist der Fokus jetzt sehr stark, aktuell wirklich sehr stark bei den 90er-Toys, was 90er-Toys zu Filmen betrifft. Ja, das ist ja sehr überschaubar eigentlich und es sind immer sehr kleine Toylines, die auch nicht wirklich von Erfolg gesegnet waren, sage ich mal. Ja, die jetzt keine Superseller waren oder zu Millionen verkauft worden sind. Von daher macht da auch das Sammeln Spaß und man kriegt die Dinge auch relativ schnell zu einem vernünftigen Preis auch voll, zumindest jetzt noch. Wer weiß, was in 5 oder 10 Jahren davon ist. Aber ich weiß nicht, wieso ich das gesagt habe. Jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Ja. Das wollte ich sagen. Und ich habe echt einen Faden verloren. Ich habe nämlich gerade hier so neben zur Seite geguckt und habe meine neueste Errungenschaft gesehen, die ich heute bekommen habe, die ich heute ausgepackt habe. Das ist mein 98er Godzilla zu dem Roland Emmerich-Film. Der kam heute an. Und der kann vom so schön... Vom Flohmarkt haben wir, oder? Nee, von Kleinanzeigen tatsächlich. Der hat so verschiedene, ist wahrscheinlich ein bisschen laut, Bewegungspunkte. Und der kann sogar mit dem Schwanz schlagen hier. Schön. Also richtig cool. Und den habe ich von Kleinanzeigen bekommen. Da habe ich inklusive Versand 18 Euro bezahlt. Ja, und das finde ich halt ordentlicher Preis. Ja. Ja, für so einen Schwanz würde ich auch so das Geld hinlegen. Ja. Das ist unbezahlbar, der Schwanz. So. Ich bin echt abgekommen. Godzilla hat mich abgelenkt. Sabine, hast du was, worauf du dich freust? Ja. Die ganze NECA, Moment. Die ganzen NECA-Turtles und Figuren, die würde ich, die angekündigt wurden, gerne haben. Und bei den ganz kurz, wer war das? Wer ist das? Ist auch Turtles? Ja, der Freund von den Turtles. Ach hey, keine Ahnung. Okay. Warte, ich. Ich empfehle auf Netflix The Toys That Made Us. Da gibt es auch eine Turtles-Folge, okay. Frank. So besser. Ach. Also die Turtles von NECA, okay. Die angekündigten, die hätte ich gern. Und das ist echt so mega schwer, die zu bekommen. Außer halt in Amerika, da sind sie ja, kannst du solche Walworth oder wie die ganzen Shops heißen, einfach shoppen gehen, einkaufen und in den Wagen packen, so viel du willst für einen guten Preis. Aber sobald du die hier haben willst, mit Zoll und Versand ist es immer mega teuer. Und die hätte ich gerne voll, die von NECA zum Cartoon. Und zu dem Movie. Aber das ist was du dir jetzt theoretisch einfach bestellen kannst. Das ist jetzt nichts, was wo du jetzt lange suchen musst oder auf eBay rumsuchen musst, sondern das sind aktuelle Sachen. Da könntest du jetzt einfach sagen. Also ich muss schon bei eBay auch gucken. Zum Beispiel Tocker und Razor zum Cartoon
die waren irgendwie bei $35 bei Woolworth oder Target oder wie die auch alle essen. Und jetzt mit Versand und allem muss man schon gucken. Ich habe jetzt einmal bei eBay bestellt, da kam es leider nicht an. Jetzt versuche ich es halt doch mal, weil ich will die schon gern haben. Tocker und Razor. Ich komme, außer bei eBay wüsste ich jetzt nicht, wo man die sonst kriegt. Also die zum Karton. Also die sind schon sehr schwer zu bekommen halt. Und das ist schon sehr anstrengend, weil du zahlst mehr für den Versand und für den Zoll als für die Figur. So, im Grunde genommen. Ja, klar. Und das ist schon ärgerlich. Am liebsten würde ich einfach hinfliegen, meinen Koffer aufmachen. Ich packe die ja eh aus, alle rein, so, und wieder nach Hause fliegen. Aber ist vielleicht sogar günstiger, wer weiß, wenn du einen guten Flug erwischst. Ja, ist leider teuer, ist leider teuer. Wäre schon ein cooles Ziel, wäre schon mega cool, da durch die Kanalisation, nicht da rein, also oben durch die Straßen zu laufen und so, wäre schon cool, auf jeden Fall. Ja. Okay. Also ich bleibe bei den Turtles bei mir und ich bin noch lange, also für 2024 mein Highlight. Ich bin am Überlegen, ich kann mir nicht erklären, warum, aber es fällt mir so schwer, den Super 7 Van, ich muss nur noch einen Knopf drücken und ihn bestellen, aber es fällt mir irgendwie schwer, ihn zu bestellen. Ich habe dieser 600-Euro Van oder was das ist? Genau, ich wollte ihn schon bestellen und dann kriege ich eine Nachricht, das würde nicht gehen, sondern nur mit FedEx. Und ich müsste nochmal $40 dazu bestellen. Die haben es nochmal in den Warenkorb rein. Und ich dachte mir nur, jetzt habe ich mich schon entschieden. Wieso macht ihr mir das so schwer? Und jetzt dachte ich mir, ist das ein Zeichen? Ich weiß auch nicht. Ich mache mir da irgendwie... Ich kann es nicht erklären. Also das fällt mir schon schwer, irgendwie da... Aufs Knöpfchen zu drücken, okay. Nochmal aufs Knöpfchen zu drücken. Wer weiß, vielleicht bestelle ich ihn doch. Das wäre dann das Highlight 24. Vielleicht auch nicht... dann würde ich halt mit den NECA-Turtles, die finde ich so cool, die will ich auf jeden Fall komplett haben. Okay, sehr schön. So, und dann haben wir noch den Stefan, wenn er uns hört. Ja, ich habe meinen Namen gehört. Es geht um 2024, richtig? Genau, richtig. Also... ich denke, die Toyplosion und auch die anderen drei Börsen werden sicherlich wieder ein Highlight werden. Ich bin auch eigentlich so unterwegs, dass ich schon seit bestimmt einem oder zwei Jahren schon nicht mehr konkret irgendwas suche, weil die Toylines, die ich komplett haben wollte, habe ich soweit komplett, wie ich sie denn haben wollte. Also es gibt immer so ein paar Exoten, die man dann nicht unbedingt für die Sammlung braucht, meiner Meinung nach. Also ich bin jetzt nicht bereit, für diese Kreiselfiguren oder für die Riesen bei den Masters jetzt zum Beispiel da solche Unsummen auszugeben. Insofern sind meine Turtles, Ghostbusters, Masters, Mask und Bravestar-Sammlung eigentlich soweit komplett, so wie ich sie mir vorstelle. Aber ich lasse mich da immer gerne überraschen. Den einen oder anderen Wrestler finde ich dann mal ganz schön. Ich suche auch noch mal den Razor Ramon in lila. Da muss ich mich mit dem Toy-Tanner dann battlen. Vielleicht erspäht auf der... Die ist schön was, und seltsam. Ja, das ist was ganz Besonderes, Frank. Das verstehst du nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Jeder redet über diese anders. Figur, vor allem mit der lilanen Hose anscheinend oder irgendwas, was ich mitgekriegt habe. Was ist denn an dem so besonders? Also mir geht's gar nicht um die Seltenheit. Mir geht's einfach nur darum, weil es Razor ist und ich einfach den normalen Razor jetzt habe und darum geht's mir nur. Die anderen beiden, die wollen das wieder nur haben, weil es geiler Scheiß ist. Okay, und der Mate, der du hast jetzt gerade, das war jetzt zweimal der gleiche, oder? Das ist der Razor Ramon und der Vollständigkeit, das ist dieser Brutus der Barber Beefcake, von dem der. Achso, das ist der den man essen kann. Ja, okay. Verstehe. Das ist der mit der Schere und das ist der lilane Razor und der ist halt etwas beliebter, weil seltener und schöner als die Standardfigur. Also da ist die Auflage, war die Auflage nicht so hoch, oder wahrscheinlich? Richtig. Ah, okay. Genau. Und der wäre bei mir viel besser aufgehoben als bei ihm. Ja. Und wenn ich fragen darf, wo liegt der preislich so auf dem Markt? Normalerweise jetzt? Ab 400 Euro aufwärts. Die Losfigur? Nee, Mock, ich rede jetzt vom so, Mock. Lose muss aber auch schon, wenn er mal angeboten wird, wahrscheinlich 120 bis 150. Mir reicht der Lose. Ja. Okay, Wahnsinn. Aber mein Gott. Aber er muss natürlich im guten Zustand sein. Natürlich. Das ist richtig, ja. Achso, und wo ich gerade dabei bin, dass man sich dann ja auch mal überraschen lassen kann, ist dann halt auch sowas hier. Da hätte ich nie gedacht, dass ich das jetzt irgendwie
als Sammlerstück brauche oder haben muss, aber wenn man das dann findet und so ein geniales Artwork, habe ich bei C-Toys vor einiger Zeit, aber noch in diesem Jahr gefunden. Und das freut mich dann immer ganz besonders, wenn dann sowas über den Weg läuft, mit dem man eigentlich gar nicht rechnet und dann sagt, Mensch, tolles Stück für die Sammlung. Da muss ich mal mit C-Toys sprechen, wieso du 90er Toy zu Filmen bekommen hast und ich nicht. Ja. Ich schicke noch was. Ja, weiß ich auch nicht, was da los ist, Frank. Ich habe einen Kommentar gelesen vom Michael. Also ich kenne nicht diese US, also ich kenne die G.I. Joes, die von Hasbro, die, es gibt ja manche, die gibt es nur in den USA, die habe ich mir auch hierher bestellen lassen von Amazon.com, aber da kommt auch Zoll drauf. Aber die andere Seite kenne ich jetzt nicht. Wenn es auch Turtles gibt, wäre das natürlich mega interessant. Ich habe es gerade gelesen und dachte mir so, oh, da ist was von G.I. Joes. Okay. Es gibt ja ein paar G.I. Joes, die gibt es halt hier nicht. Ja, denke ich mir, weil G.I. Joe einfach in Deutschland wahrscheinlich nie so präsent war wie in den USA wahrscheinlich. Ja, bei uns war es ja Action Force, gell? Genau. Und drüben waren es halt die G.I. Joes gewesen, ja. Guck mal hier, der Bürgermeister kommt zum Schluss. Der aktuelle jetzt machen Champion. Wollte ich gerade sagen, jetzt machen wir gleich die Kiste hier aus und jetzt kommt er. Ja. Der aktuelle Champion, genau, richtig. Da haben wir natürlich der auch drüber gesprochen. Champion. Richtig. Ja, Leute, wir sind immer noch über 60 Zuschauer, das finde ich richtig krass. Aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, würde ich sagen. Und wir müssen ja uns noch was aufheben für eventuell den nächsten Stream, wer weiß. Von daher würde ich jetzt einfach so die Schlussrunde einläuten, wenn das für euch auch okay ist. Ich muss morgen auch wieder früh raus. Von daher passt mir das auch jetzt ganz gut. Wir haben die Sachen jetzt abgearbeitet, die ich auf meiner Liste stehen hatte. Von daher würde ich sagen, dass gerne jeder von euch, wenn er möchte, nochmal so ein paar Abschlussworte sagen kann, wenn er möchte, sich vom Chat verabschiedet. Und dann würde ich einfach jetzt schon mal anfangen. Dann lasse ich euch meinen Gästen dann die Schlussreden. Ich bedanke mich natürlich erstmal bei euch Vieren, beziehungsweise auch bei denen, die jetzt schon nicht mehr dabei sind, bei der Trödelmama, bei Mario, dass ihr dabei wart. Ja, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Bedanke mich nochmal für das Wichteln, was auch richtig, richtig toll war. Habe ich ja eben auch schon mehrmals erwähnt. Ja, also ich finde, das ist eine richtig geile Truppe und ich hoffe, dass wir diese Streams vielleicht in dieser Konstellation oder auch mal, wer halt Zeit hat, wirklich öfters mal machen können. Der Chat kann ja gerne mal schreiben, ob er auch da Bock drauf hat. Ja, und dann würde ich sagen, wie in meinen Videos zum Schluss, wir sehen uns diesmal beim nächsten Livestream. Macht's gut, euer Retro-Rauner. Und jetzt blende ich einfach nach und nach euch ein. Der Martha hat schon den Gruß gemacht und dann blende ich ihn jetzt einfach ein und ich bin ab sofort still. Ich möchte nur allen, falls ich nicht es getan habe, ein fröhliches, gesundes neues Jahr wünschen. Ich weiß, wir reden hier über Vintage-Toys und Sammeln, aber all das ist eigentlich wertloser Dreck und nebensächlich, wenn man irgendwie krank ist und irgendwie andere Sorgen hat. Deswegen wünsche ich uns allen, auch hier im Chat, den Zuschauern, nur Gesundheit für dieses Jahr. Das waren meine Abschlussworte. Dann gehen wir weiter zur Sabine. Ja. Ich fand es richtig cool. Ich finde es schön, dass ihr auch dabei wart und ich hoffe, dass wir das öfters mal machen und über viele, viele Turtles quatschen können. Warte, oh, ich kann das nicht einblenden. Bye. Sehr schön. So, dann haben wir den Toy Tenner. Ich muss mich auch nochmal bedanken bei euch allen fürs Wichteln, jetzt auch für den Livestream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch mit dem Chat finde ich gut, dass das auch so angenommen worden ist. Entschuldigung, wenn wir ein paar Fragen übersehen haben, nicht beantworten konnten. Ich wünsche euch allen auch nochmal ein frohes neues Jahr und ja, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und mir ist aufgefallen in dem letzten Jahr, dass Sammeln alleine gar nicht so viel Spaß macht wie mit mehreren zusammen. Und ja, ich hoffe, das geht dieses Jahr so weiter. Perfekt, vielen Dank. Und dann haben wir noch den Stefan.
Ja, ich sage auch vielen Dank, war eine lustige Runde. Leider hatte ich arg mit der Technik zu kämpfen. Ich hatte immer wieder Standbilder und konnte deswegen der Diskussion nur eingeschränkt folgen. Aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr netter, lustiger Abend und auch von meiner Seite, ja, an alle, die noch zuschauen, frohes neues Jahr. Hoffen wir mal, dass tatsächlich dieses Jahr für alle gut wird, ne, dass alle gesund bleiben oder gesund werden. Denn wie Marte schon sagt, das ist das, worum es am Ende geht. Denn nur dann kann man unbeschwert auf die Treuhand gehen, wenn man sich entsprechend gut fühlt. Und ich denke, dieses Jahr wird sicherlich wieder toll mit vielen Begegnungen, auf die ich mich jetzt schon freue. Und sag einfach Danke und wir sehen uns. Perfekt, vielen Dank. Dann winken wir nochmal alle in die Kamera und sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss, gute Nacht. Tschüssi. Ciao. Hi.